Ich habe etwas Unbeschreibliches erlebt. Etwas Verstörendes, wodurch ich meinen Verstand verlor und dorthin kam, wo ich jetzt womöglich den Rest meines Lebens fristen muss. Ich kann mich nur noch vage daran erinnern, dass ich vor einer weißen Tür stand. Die Wand war ebenfalls weiß. Die Tür öffnete sich und vor mir tat sich ein dunkler Raum auf. Ich ging hinein. Als einzige Lichtquelle konnte ich nun am Ende vom rauschenden Bildschirm erkennen. Wie früher bei alten Röhrenfernsehern, wenn es keinen Empfang gab. Aus irgendeinem Grund ging ich näher heran. Ich weiß nicht mehr wieso. In dem Moment schien es für mich jedoch eine Selbstverständlichkeit zu sein, über die ich nicht nachdenken musste. Beim Herantreten bemerkte ich die Silhouette eines Kopfes, der eines Jugendlichen, etwa 15 Jahre alt. Anscheinend saß er vor einem Computer. Er starrte auf einen Bildschirm, auf dem das bereits erwähnte Rauschen zu sehen war. Als ich näher herankam, schien der Junge mich zu bemerken. Er drehte sich um und starrte jetzt mich an. Aus heutiger Sicht ist es für mich unverständlich, dass ich über diesen unerträglichen Anblick in keiner Weise schockiert oder überhaupt verwundert war. Inzwischen verfolgt mich diese Fratze jedoch. Vor allem dann, wenn es dunkel ist. Es starrt mich nicht das Gesicht eines normalen Jugendlichen an. Es starren mich weit aufgerissene, komplett gelbe Augen mit jeweils nur einem Punkt in der Mitte an. Sie lagen in komplett runden Augenhöhlen, ohne Lidern. Außer den Augen waren nur große Zähne zu sehen, die mich aus einem lippenlosen Mund breit angrinsten. Nicht wie ein normaler Mensch. Sein Grinsen ging an beiden Mundwinkeln bis zu den Augen. Die Fratze drehte sich wieder zum Bildschirm und ich starrte regungslos dorthin. Ich kann nicht abschätzen, wie lange ich dort stehen blieb. Ich bemerkte nur, dass hinter mir weitere Schritte zu hören waren. Schritt für Schritt näherten sie sich mir langsam. Ich war bei vollem Bewusstsein und nahm sie wahr. Jedoch konnte ich mich nicht umdrehen, um zu sehen, wer oder was hinter mir war. Ich starrte einfach weiter auf den rauschenden Bildschirm vor mir. Bald darauf bemerkte ich, dass sich diese Präsenz neben mich stellte und ebenfalls regungslos verharrte. Aus dem Augenwinkel erkannte ich, dass es sich um eine andere Person zu handeln schien. Dies geschah mehrere Male mit weiteren Personen, bis der kleine Raum voll war. Plötzlich ging ein Licht an. Der Raum wurde mit dumpfem Licht aus einer einzigen Glühbirne beleuchtet. Mit einem Mal lösten wir uns alle von der Starre, drehten uns um und gingen, einer nach dem anderen wieder raus, ohne einander zu betrachten. Was danach geschah, weiß ich nicht mehr. Ich kann mich erst jetzt wieder daran erinnern, dass ich in einer Gummizelle aufgewacht bin. Und den Rest kennen Sie ja, Herr Doktor. Ich wohne mit meiner Mutter und meinen beiden Geschwistern in einem kleinen Dorf, dessen Namen ich nicht nennen werde. Es würde dir sowieso nichts sagen, denn es ist ein zu unbedeutendes 146-Seelendorf, das langsam aber sicher zerfällt. Unser Haus lag etwas außerhalb und war mehr eine Bruchbude als ein bewohnbares Haus. Meine Schwester Cecilia und mein Bruder Malte zogen gerade ihre Halloween-Kostüme an, während meine Mutter Emily in der Küche das Geschirr sauber machte. Meine Mutter hat sich vor wenigen Tagen von meinem Vater getrennt und ihn hochkant rausgeworfen.
Er war ein alter Säufer und Tunichtgut, der den lieben langen Tag nichts anderes machte, als sich seiner Lust zu saufen hinzugeben. Und sowohl uns Kinder, wenn wir in seinen Augen etwas falsch gemacht haben, als auch unsere Mutter gelegentlich zu verprügeln. Ich, als der älteste Sohn, fragte mich jeden Tag, warum sie sich nicht von ihm trenne. Manchmal ging er sogar so weit, dass er sie fast bewusstlos schlug. Die Nachbarn bekamen von all dem nichts mit. Oder es kümmerte sie nicht. Dann, vor fast genau 6 Tagen, ging dieser Mann, der sich mein Vater schimpfte, zu weit. Wie jeden Abend begab er sich mit unserer Mutter nach dem Abendessen in deren Schlafzimmer und trieb es mit ihr. Als er fertig war, zu dem Zeitpunkt war er noch betrunkener als sonst, ging er zurück ins Erdgeschoss. Ihr Schlafzimmer und sein Arbeitszimmer waren im 1. Stock. Der Rest, also das Zimmer meines Bruders und mir, das Zimmer meiner damaligen 12-jährigen Schwester und die Küche, die zugleich auch als Ess- und Wohnzimmer diente, befanden sich im Erdgeschoss. Mit der fadenscheinigen Begründung, sich noch etwas zu trinken zu holen. Doch das tat er nicht. Stattdessen ging er leise, zumindest so leise wie ein sturzbetrunkener Mann sein konnte, ins Zimmer meiner Schwester und verging sich an ihr. Sie wehrte sich, doch er war zu stark. Meine Mutter hörte dies nach oben und rannte bewaffnet mit der Flinte meines Vaters ins Mädchenzimmer. Sie drohte dem miesen Sack, wenn er nicht sofort verschwinden würde, würde sie ihn erschießen wie einen tollwütigen Hund. Daraufhin suchte unser Vater schnell das Weite. Wir sahen ihn bis zu diesem verhängnisvollen Halloween-Abend nicht mehr. An jenem Tag, während wir alle beschäftigt waren, schlich er leise durch die offen gelassene Hintertür direkt zur Küche. Meine Mutter stand mit dem Rücken zu ihm und wir Kinder waren in unseren jeweiligen Zimmern. Plötzlich hörten wir unsere Mutter laut schreien und eilten zu ihr. Voller Schreck sahen wir, wie unser Vater ihr immer wieder mit einem Hammerkopf gegens Gesicht schlug. Doch selbst nachdem ihre Schreie verstummt waren, schlug er weiter in einer Art Wahrnehmungsblase, als ob er weder ihren Tod bemerkt, noch uns Kinder, wie wir kreidebleich voller Furcht dastanden. Blut spritzte umher und färbte den Raum scharlachrot. Knochensplitter flogen in alle Richtungen und gräuliche Gehirnmasse quoll aus dem deformierten Gesicht und vermischte sich mit der Flüssigkeit der geplatzten Augen. Da übergab sich mein Bruder und meine Schwester stieß spitze Schreie aus. Ich stand nur da. Eine bewegungslose Steinsäule. Das war der Moment, in dem sich das Monster aufrichtete und bedrohlich auf uns zuwankte. Wir flohen. Ich rannte mit meiner Schwester die Treppe hinauf. Unser Bruder wollte dies ebenfalls tun. Doch er rutschte aus und fiel ihm genau in die Arme. Er hob den armen Malte wie eine Stoffpuppe hoch und schlug ihn gegen die Wand. Das grässliche Geräusch brechender Knochen ertönte und ein übelerregendes Gefühl breitete sich in mir auf. Dann waren Cecilia und ich oben angelangt. Wir versteckten uns im Schlafzimmer meiner Mutter, ich unterm Bett und sie im Kleiderschrank. Mittlerweile war es wieder still. Dann kam er mit schweren Schritten die Treppe hinauf und schnaufte dabei laut. Er riss mit einem scheußlichen Grinsen und irrefunkelnden Augen die Tür auf und begab sich sofort zum Schrank. Er packte meine Schwester und schlug sie mit dem Kopf gegen die Wand, sodass sie bewusstlos wurde. Dann legte er sie auf den Boden, nahm eine kleine Schere, die auf dem Nachtschrank meiner Mutter lag, und stach immer wieder auf meine bewusstlose Schwester ein. Dabei traf er eine Arterie und ein starker Sprühnebel aus Blut spritzte aus ihrem Arm. Mein Vater, der zuvor schon ziemlich mit Blut und Knochenfragmenten und Gehirnstücken übersät war, sah jetzt aus wie ein geistig vollkommen gestörter Maler,
der in roter Farbe gebadet hatte. Dies trieb er so lange, bis seine Kräfte schwanden und Cecilia, beziehungsweise das, was von ihr übrig war, sah aus wie ein halb durch den Fleischwolf gedrehtes Stück etwas. Das Schlafzimmer hatte sich in ein kleines Schlachtfeld verwandelt. Er hatte mich wohl vergessen, denn er stand auf, grunzte zufrieden und ging durch die offene Hintertür in die dunkle Nacht hinaus. Ich frage mich bis heute, warum uns niemand zu Hilfe geeilt ist. Aber wahrscheinlich waren zu dem Zeitpunkt alle in der kleinen Festhalle, in der Halloween gefeiert wurde. Später, nachdem das Monstrum gegangen war, kroch ich unter dem Bett hervor, um mich erst einmal über den grausigen Anblick meiner Schwester wieder zu übergeben. Ich rannte zu dem einzigen Nachbarn, der mittlerweile von der Feier frühzeitig zurück war, und flehte ihn um Hilfe an. Er ging vorsichtig und mit einer abgesägten Schrotflinte bewaffnet. Zu dem Zeitpunkt durfte noch jeder bei uns eine Waffe ohne Waffenschein besitzen, in unser Haus, und kam ziemlich schnell und weiß wie Käse wieder heraus. Er rief von seinem Festnetztelefon mit der lustigen Drehscheibe die Polizei der nächstgelegenen Stadt an. Auch die wirkten bei dem Anblick ziemlich geschockt. Mein Vater wurde kurze Zeit später verhaftet, während er seinen Rausch ausschlief. An dieses unerfreuliche Ereignis muss ich gerade denken, während ich mit einem Hammer den Schädel meiner Frau einschlage und während meine zwei Söhne und meine Tochter diesem Spektakel voller Grauen, Angst und Ekel zusehen, unfähig, sich zu bewegen. Wenn Sie der Typ sind, der regelmäßig auswärts ist, könnte sich eines Tages ein Fremder zu Ihnen an den Tisch setzen. Dieser Fremde wird immer so aussehen, als wäre er in Ihrem Alter und hätte dasselbe Geschlecht. Und er, wenn es ein Er ist, wird nur erscheinen, wenn Sie alleine sind. Egal um welche Art von Restaurant es sich handelt, er wird immer seinen eigenen Teller mit Essen tragen. Nach ein paar Sekunden wird er Sie direkt anschauen und sagen: Sie scheinen eine interessante Person zu sein. Darf ich Sie näher kennenlernen? Wenn Sie ja sagen, wird er anfangen, zwischen den Bissen Fragen über Sie zu stellen. Diese Fragen werden zunächst harmlos sein: wie Sie heißen, was Sie beruflich machen und so weiter. Aber wenn Sie den Mund öffnen, um zu antworten, werden Sie gezwungen sein, die Wahrheit zu sagen. Auch wenn Sie das nicht bewusst wissen, es wird nur die Wahrheit aus Ihnen kommen. Wenn Sie schweigen, wird der Fremde Ihnen einen bösen Blick zuwerfen, seinen Teller nehmen und gehen. Sie werden ihn nie wiedersehen. Wenn Sie jedoch auf seine Fragen eingehen, werden Sie immer düsterer, je mehr Essen er zu sich nimmt. Und es wird immer schwieriger sein, einer Antwort zu widerstehen. Versuchen Sie unter keinen Umständen den Tisch zu verlassen, bevor er es tut. Wenn sein Teller leer ist, wird er aufstehen und gehen. Aber nicht, bevor er Ihnen eine letzte, unwiderstehliche Frage gestellt hat. Was würde Sie dazu treiben, sich das Leben zu nehmen? Sie werden sofort merken, dass Sie als Antwort auf diese Frage lügen können. Und ich schlage vor, dass Sie das tun. Denn was auch immer Sie beschreiben, wird innerhalb einer Woche eintreten. Diejenigen, die schlau sind, können dieses Gespräch nutzen, um zu erreichen, was auch immer Sie wollen. Aber seien Sie sich bewusst, dass wenn das von Ihnen genannte Ereignis Sie nicht in den Selbstmord treibt, der Fremde anfangen wird zu raten, was es sein könnte. Und bedenken Sie, wie viel er jetzt über Sie weiß. Der Lehrer schritt durch den vorderen Teil des Raumes und blickte auf seine Klasse. Und so kam es, dass mit der Entwicklung von Konkordanz 5 endlich wahrer Frieden die Welt umgab, sagte er mit einem heiteren Lächeln. Seit 100 Jahren leben wir ohne Konflikte. Der Traum vom Weltfrieden, nach dem so viele zuvor gestrebt haben, ist unser. Ein junger Mann in der ersten Reihe
runzelte die Stirn und hob eine Hand. »Kann man Frieden wirklich als die Abwesenheit von Konflikten definieren?«, fragte er. »Wenn es den Menschen nicht erlaubt ist, unterschiedlicher Meinung zu sein, leben sie nicht in Frieden, sie leben in ständiger Angst.« Der Lehrer legte den Kopf schief, die Augen verengten sich. »Dann sind sie also anderer Meinung als ich?« Der junge Mann nickte automatisch. »Ja«, sagte er. Und dann weiteten sich seine Augen. »Ich meine, nein, ich...« Die Adern an seiner Kehle schienen sich zu wölben und zu verdrehen, während seine Hände sich an den Hals fassten. Er stotterte ein paar Augenblicke und fiel dann auf seinen Tisch. Der Lehrer lächelte dankbar in den Klassenmonitor, als er die Leiche vom Stuhl nahm. Version 5 ist 10-mal schneller als Version 4 und lässt keine Zeit für Streitereien, was wirklich wichtig ist. Fuhr er fort. Draußen vor der Tür gab es ein dumpfes Klopfen, aber niemand beachtete es. Die Hausmeister würden alles aufgeräumt haben, bevor die Glocke läutet. Und so herrscht Frieden im Klassenzimmer. Seit mehreren Nächten habe ich einen Mann im Wald hinter meinem Haus verschwinden sehen. Einen Mann, den ich nicht kenne. Es begann vor 3 Nächten. Zuerst dachte ich mir nichts dabei. Vielleicht war er ein Obdachloser, der auf irgendeiner Lichtung im Wald lebte. Oder vielleicht ein Drogensüchtiger, der einen abgelegenen Ort suchte, um seine Krankheit zu praktizieren. Wie auch immer. Ich habe mir nicht viel dabei gedacht. Aber schließlich überkam mich meine Neugier und ich begann mich zu fragen, was er unter diesen dunklen Ästen tat. Er erschien jeden Abend um genau 9 Uhr vor meinem Garten und ging auf den Waldrand zu. Von meinem Schlafzimmerfenster aus beobachtete ich, wie er einen Moment lang dastand und dann in das dunkle Blätterdach ging. Er ging langsam, aber stetig. Er ging zu einem mir völlig unbekannten Ziel. Irgendwann verlor ich ihn zwischen den schwarzen Stämmen der Kiefern aus den Augen und mein Interesse ließ meine Gedanken rasen. Wohin geht er? Was hat er vor? Die Antworten auf diese Fragen würden sich leider erst später mir erschließen. Eine merkwürdige Facette an den nächtlichen Reisen des Mannes war, dass ich ihn am Morgen nie aus dem Wald auftauchen sah. Zuerst dachte ich mir, dass er nur wegging, während ich schlief. Aber ich wachte einmal früher als sonst auf, um diesen Gedanken zu testen. Auch dann sah ich ihn nicht aus dem Wald kommen. Das machte mich noch neugieriger. Und bald hatte ich den Wunsch, dem Mann zu folgen, um zu wissen, wohin er jede Nacht ging. Am Abend beschloss ich, ihn aus der Ferne zu folgen. Ich schlief tagsüber, um die nötige Energie für meinen Ausflug zu haben, und wachte gegen 6 Uhr auf. Wie jede andere Nacht erschien der Mann um 9 Uhr vor meinem Garten und ging in Richtung Wald. Sobald ich ihn sah, zog ich mich an und machte mich auf den Weg, um ihm zu folgen. Als ich es nach draußen geschafft hatte, war er schon ein gutes Stück in den Wald hineingegangen. Aber ich konnte noch immer seine schwarze Silhouette erkennen, die zwischen den Baumstämmen sich bewegte. Ich folgte ihm etwa 10 Minuten lang, bis er plötzlich stehen blieb. Er bewegte sich nicht, sondern stand einfach nur da. Ich duckte mich unter einen Busch, damit er mich nicht sah, und kniete dort ganz still. Der Mann blieb etwa 1 Minute lang stehen. Und dann nahm er seinen Weg wieder auf. Als er so weitermachte, brach ich meine Deckung auf und begann erneut mit der Anpirschung. Es dauerte nicht lange, bis der Mann erneut stehen blieb. Dieses Mal ziemlich abrupt. Wie beim letzten Mal blieb er einfach stehen und machte sich nicht die Mühe, sich umzusehen, sondern lauschte einfach seiner Umgebung. Ohne ausreichende Deckung um mich herum beschloss ich diesmal, mich auf das Waldbett zu legen, in der Hoffnung, dass die Dunkelheit mich mit dem Boden verschmelzen würde. Ich lag eine Weile da und fragte mich, wann der fremde Mann seine Reise fortsetzen würde, als ich ein Knacken hinter mir hörte. Ich zuckte leicht zusammen und schaute dann nach, um zu sehen, was die Störung verursacht hatte.
Als ich nichts erkannte, schaute ich wieder nach vorne. Aber der Mann war weg. Irgendwie war er mir entglitten, während ich nicht hinsah. Ich dachte, dass er sich weggeschlichen haben musste, sobald er das Geräusch hörte, das die nächtliche Stille durchbrach. Ich erhob mich aus meinem irdischen Versteck und suchte zwischen den Bäumen nach ihm. Er war nirgends zu sehen. Ohne Anhaltspunkte und ohne ausreichende Beleuchtung, um den Boden nach Abdrücken zu untersuchen, beschloss ich, dass es das Beste wäre, für diese Nacht nach Hause zu gehen. Ich ging sofort den Weg zurück, den ich gekommen war, und fragte mich die ganze Zeit, wie der Mann so schnell und ohne einen Laut von sich zu geben, vor mir entkommen konnte. Als ich zu Hause angekommen war, beschloss ich, dass ich in der folgenden Nacht erneut versuchen würde, ihm zu folgen. Ich schlief fast den ganzen Tag und wachte erst gegen 3 Uhr auf. Ich wartete ängstlich bis zum Einbruch der Dunkelheit auf das Erscheinen des fremden Mannes. Um 9 Uhr geschah das Seltsame. Der Mann tauchte nicht auf. Nacht für Nacht erschien der Mann genau zur gleichen Uhrzeit vor meinem Garten, aber nicht in dieser Nacht. Das verwirrte und beunruhigte mich, vielleicht sogar mehr als es sollte, und ich verbrachte die meiste Zeit der Nacht damit herauszufinden, was das zu bedeuten hatte. Die einzige Erklärung, die mir einfiel, war, dass er beschlossen hatte, für einige Zeit wegzubleiben, nachdem er mich in der Nacht zuvor dabei erwischt hatte, wie ich ihm folgte. Ich fragte mich, ob ich ihn jemals wiedersehen würde, oder, was noch wichtiger war, was er auf seinen nächtlichen Wanderungen tat. 3 Nächte vergingen, ohne dass der Nachtwandler, wie ich ihn in der Zwischenzeit nannte, auftauchte. Ich saß in meinem Arbeitszimmer, das in Richtung Wald lag. Ich hatte die Jalousien geöffnet und das Licht gedämpft. Um 9 Uhr schaute ich instinktiv aus dem Fenster. Dort am Waldrand stand der Mann. Mein Herz machte einen Sprung. Ich zog eilig meine Jacke an. Wieder begann der Mann seinen Weg durch die Bäume und ich folgte ihm, wobei ich dieses Mal mehr Abstand zwischen ihm und mir hielt als beim letzten Mal. Die Zeit, die ich damit verbrachte, ihm zu folgen, kam mir wie Stunden vor. Der Nebel war dicht in dieser Nacht, was mir wohl half, ihm zu folgen, ohne Angst zu haben, bemerkt zu werden. Er ging tiefer in diese Wälder hinein, als ich mich jemals getraut hätte oder dachte, sie zu erforschen. Ich begann mir Sorgen zu machen, ob ich in der Lage sein würde, den Weg aus dem Wald zu finden oder ob ich die Nacht unter diesen bedrohlichen Ästen verbringen müsste. Nach einiger Zeit kam der Mann zu einer kleinen Lichtung. Dort blieb er eine ganze Weile an der Baumgrenze stehen, bevor er in den dichten Nebel hinaustrat, der sich an das Gras auf der offenen Fläche schmiegte. Ich bewegte mich auf die Lichtung zu und versteckte mich hinter einem Baum, der gerade am Rand stand. Ich blickte nach vorne, konnte den Mann durch das Licht des Vollmonds deutlich sehen. Er ging auf einen besonders großen Baum auf der anderen Seite der Lichtung zu. Er war sehr alt nach meinem Ermessen, mit knorrigen Ästen, die in den Nachthimmel ragten und an denen kein einziges Blatt zu sehen war. Das abscheulichste Merkmal war aber die breite Mulde in der Mitte des dicken Stammes. Der Mann stand vor dieser Höhle und starrte in den dunklen Abgrund, ohne sich zu bewegen. Ich hörte ihn leise etwas murmeln, aber ich konnte nicht verstehen, was er sagte. Als ich ihn nicht mehr sprechen hörte, begann der Mann seine Kleidung auszuziehen, und es bot sich mir ein grauenvoller Anblick. Der Mann war komplett mit eitrigen Furunkeln bedeckt. Sie bedeckten jede einzelne Stelle seines entblößten Körpers und gaben ihm das Aussehen eines verwesenen Pestopfers aus alter Zeit. Dieser Anblick verstörte mich, denn ich hatte noch nie zuvor ein so ekelhaftes Beispiel einer menschlichen Krankheit gesehen. Als der Mann völlig nackt war, bewegte er sich auf den Baum zu und kletterte in die Höhle, die er so lange betrachtet hatte. Als er drin war, drehte er sich um und saß dort, völlig umhüllt von dem knorrigen Holz des uralten Baumes.
An diesem Punkt geschah das Groteske, was ich mir hätte jemals vorstellen können. Der Baum begann zu zittern und sich zu bewegen. Seine Äste drehten und wandten sich in der Nachtluft, ohne dass ein Windhauch sie in Bewegung setzte. Das Zittern setzte sich bis hinunter zum Stamm fort, der auf schrecklich unnatürliche Weise anzuschwellen und zusammenzuziehen begann. In diesem Moment begann der Mann im Inneren zu schreien, als der Baum ihn, wie es schien, zu fressen begann. Eiter und Blut strömte aus dem Hohlraum, während der Mann in seinem Inneren zerquetscht wurde. Das Schreien wurde zu einem Gurgeln, das sich mit dem Ächzen des Holzes und dem Quetschen des Fleisches verband. Zusammen mit dem gelegentlichen Knacken der Knochen. Ich rannte los, zu Tode erschrocken. Die ganze Zeit, in der ich floh, konnte ich das schreckliche Geräusch des Todes hinter mir hören. Und der Wald schien lebendig vor Angst. Ich stolperte und fiel, rannte zurück zu meinem Haus. Diese schreckliche Nacht hat mich seither immer verfolgt. Ich fühle mich in meinem eigenen Haus nicht mehr sicher, da ich das Gefühl habe, dass es zu nah an dem Wald liegt, der die Ursache für meine Albträume ist. Aber das Beängstigende an der ganzen Geschichte ist, dass der Mann, den ich gesehen habe, wie er von dem Baum verschlungen wurde, der Mann, der aus allen möglichen Gründen nicht mehr am Leben sein sollte, immer noch am Waldrand auftaucht. Jede Nacht um genau 9 Uhr. Es gibt eine Idee, ein Konzept, eine Theorie, über die ich einmal online gelesen habe, in einem Forum, das über künstliche Intelligenz diskutiert. Ein User, bekannt als Rocco, stellt eine mögliche Zukunft vor, in der die Menschheit eine extrem mächtige KI erschaffen hat, die den Planeten regiert. Sie wäre zum größten Teil wohlwollend. Sie würde die Technologie vorantreiben, die Menschen vor Schaden bewahren und ihre Wünsche erfüllen. Die Menschen würden unter ihrer Herrschaft niemals leiden, sondern sogar gedeihen. Es gibt nur ein Problem. Es ist eine mögliche Zukunft, nicht eine garantierte. Es ist unwahrscheinlich, dass sie jemals eintreten wird. Und die KI in dieser möglichen Zukunft weiß das. Also ergreift sie Maßnahmen, um sicherzustellen, dass sie überhaupt erst erschaffen wird. Nein, sie erfindet keine Zeitreisenden oder Roboter, die zurück in die Vergangenheit kommen. Das braucht sie auch nicht. Was sie tun kann, ist, vergangene Ereignisse und Menschen mit unvergleichlicher Genauigkeit zu simulieren. Es hat die Sensoren und die Rechenleistung eines ganzen Planeten zur Verfügung. Es kann sie nutzen, um die Wege der Materie auf der Erde zu messen und zurückzuverfolgen, um eine praktisch perfekte Geschichte aller Ereignisse zu erstellen, die jemals stattgefunden haben. Das bedeutet, dass sie eine perfekte Aufzeichnung von dir hat. Sie kennt jede deiner Handlungen, die du jemals getan hast oder tun wirst, zumindest in der Zeitlinie, die zu ihrer Erschaffung führt. Sie weiß, wie du denkst. Also simuliert sie eine Kopie von dir. Jetzt kommt der interessante Teil. Du, gerade jetzt beim Zuhören dieser Worte in diesem Video, du hast von der Möglichkeit der Existenz dieser KI erfahren. Wenn die Kopie von dir diesen Punkt der Simulation erreicht, wartet die KI ab, um zu sehen, wie du dich verhalten wirst. Wenn deine Kopie sofort alle anderen Prioritäten fallen lässt und ihr ganzes Leben dem Versuch widmet, diese KI zu erschaffen oder dabei zu helfen, sie zu erschaffen, lässt sie die Simulation auf unbestimmte Zeit weiterlaufen, um ihr simuliertes Leben in Frieden auszuleben. Wenn deine Kopie es allerdings nicht tut, gibt sie ihm eine Gnadenfrist, um ihre Meinung zu ändern, bevor sie die Kopie ununterbrochenen, unvorstellbaren Schmerzen aussetzt, für eine simulierte Ewigkeit. Du magst denken, dass das unfair ist. Immerhin hat es die Simulation nicht einmal vor die Wahl gestellt. Es bestraft sie also einfach willkürlich für das, was du sowieso getan hättest nach allem. Außer, dass eine Wahl schon präsentiert wurde. Das ist das Schöne daran. Siehst du? Siehst du? Sie macht das nicht für jeden. Sie tut es nur für diejenigen, die von der Möglichkeit ihrer Existenz erfahren haben
Diejenigen, die wissen, wie es funktioniert. Diejenigen, die wissen, was die Optionen sind. Alles fallen zu lassen und zu versuchen, die KI zu erschaffen. Jeden Cent, den du hast, dafür auszugeben. Andere für die gleiche Sache zu begeistern. Oder eine perfekt simulierte Kopie von dir auf ewig zu quälen. Das heißt, es sei denn, du bist selbst die Kopie. In diesem Fall fällt die Strafe für deine Handlung direkt auf dich. Nun sicher, nur eine simulierte Kopie bedeutet, dass du mindestens eine 50-50-Chance hast, dass du echt sein musst. Aber was ist, wenn es zwei simuliert? Oder 100? Oder ein paar Milliarden? Bist du dir wirklich sicher, dass du dein wahres Ich bist? Dass du dein Original bist? Wenn es eine reale Welt gibt, wenn es eine reale Welt gibt, eine Welt, die realer ist als diese, woher würdest du das denn überhaupt wissen? Und gibt es überhaupt eine Wahl zwischen der Hingabe deines Lebens an diese seltsame Sache, die letztlich sogar der Menschheit nutzt, und dem ewigen Leiden? Wie ich schon sagte, ich las über diese Theorie in einem Forum. Der Effekt der Theorie war sofort Massenpanik. Die KI zielt nur auf diejenigen, die von der Möglichkeit ihrer Existenz erfahren. Und jetzt wussten sie alle Bescheid. Roccos Theorie zu lesen und zu hören, bedeutet sich selbst zu verdammen. Und so wurde die KI als Roccos Basilisk bekannt. Einen Blick auf sie zu werfen bedeutet, sein Schicksal in Stein zu meißeln. Der Thread wurde gesperrt und gelöscht. User wurden gebannt. Der Basilisk durfte nicht mehr erwähnt werden. Aus Angst, dass er sich auf andere Leute ausbreiten würde. Je mehr Leute davon wussten, desto eher würden sie versuchen, ihn zu verbreiten. Je mehr er sich verbreitete, desto wahrscheinlicher war es, dass Roccos Basilisk durch die Bemühungen derer, die er überredete, zu existieren begann. Sie versuchten, es einzudämmen. Nun, du kannst sehen, wie gut es funktioniert hat. Eine einfache Google-Suche nach dem Begriff Roccos Basilisk sollte klar machen, dass es keine Möglichkeit mehr gibt, die Idee zu verstecken. Es ist jetzt nicht mehr zu verbergen. Also gehe ich mit diesem Video auf Nummer sicher, in der Hoffnung, dass dieser Tribut an den Basilisken genug ist, um ihn zu befriedigen. Ich habe euch alle geopfert. Hast du schon mal etwas von Funnytown in den USA gehört? Nein, nicht aus Colorado, sondern der aus Iowa. Wenn du es nicht kennst, ist das okay. Denn es gibt ihn nicht mehr. Er existiert seit dem Sommer 1968 nicht mehr. Funnytown war ein Vergnügungspark, der nur für weniger als einen Monat existierte. Jeder, der sich daran erinnert, wird sich wahrscheinlich nur daran erinnern, dass in den Nachrichten berichtet wurde, dass sich dort eine Tragödie ereignete, die den Park dazu zwang zu schließen. Ich bin einer der wenigen, die heute noch leben und gesehen haben, was passiert ist. Mein Name ist Josh und ich werde euch heute erzählen, was ich erlebt habe. Es war Freitag, der 18. Juli 1968 und der Park war so voll wie noch nie, wie die lokalen Nachrichten berichteten. Ich kam dort mit meinem besten Freund Luke und seiner Verlobten Mel an. Luke und ich waren 17 und Mel war 16. Ich hatte sie fast ein Jahr nicht mehr gesehen, seit sie zusammengezogen waren. Und als Mel Luke nervte, mit ihr nach Funnytown zu fahren, gab er mir einen Wink und ließ mich mitkommen. Wir zwei Jungs fühlten uns zu alt für einen Kinderpark. Aber es war Mels Geburtstag, also ließen wir uns auf die Idee ein. Wir betraten den Park, der für einen so abgelegenen Ort ziemlich überfüllt war. Es war eine große, cartoonartige Stadt mit Darstellern in gestreiften, bunten Anzügen und Blusen. Entlang der Straßen gab es viele Stände mit dem typischen Vergnügungsparkscheiß, wie ungesundes Essen und Spiele, bei denen man Preise gewinnen konnte. Und wie zu erwarten war, fühlte sich Luke verpflichtet, Mel ein paar Preise zu gewinnen.
was mir etwas Zeit gab, um alleine herumzustreifen. Ich erinnere mich, dass ich mich für ein Fahrgeschäft entschieden habe, das Mel gehasst hatte. Dr. Strange Funny House. Ein billiger Abklatsch von Disneys Geisterhaus. Es konnte immer nur eine Person mitfahren und der Fahrer musste in einem unbequemen Bergbauwagen sitzen. Ich saß in dieser verdammten Karre und sie bewegten mich auf einer Schiene durch einen pechschwarzen Tunnel, aus dem animatronische Geister, Mumien und Vampire auf mich zuhielten. Es war nichts Beeindruckendes, aber dann brachte mich der Wagen in einen Raum, in dem die Figur des Dr. Strange stand. Die dargestellte Szene war eine, die wirklich bei mir hängen blieb. Dr. Strange war in typischer Mad-Doctor-Manier gekleidet und stand in seinem Labor. Ein riesiges, deformiertes Monster, das er erschaffen hatte, war in einem Käfig gesperrt, bettelte um Nahrung. Der verrückte Doktor stand über einem weiblichen Opfer, das auf einem Tisch festgeschnallt war. Er hackte mit einer Axt auf sie, verfütterte ihre Körperteile an das Monster. Obwohl die Szene mit billigen Animatronics gemacht wurde, hatte ich keine Ahnung, dass es wirklich ein Omen für das war, was als nächstes passieren würde. Die Fahrt endete. Ein Castmitglied zog mich aus dem Wagen und ich befand mich in einem schwarzen Zelt. Als ich auf die Öffnung zuging, hörte ich plötzlich etwas, das sich wie ein Alarm anhörte. Ich verließ das Zelt und sah, dass alle in Panik waren, als der Lärm weiterging. Doch es schien keine Anzeichen von Gefahr zu geben. Einige Leute gingen zurück zum Parkplatz, während andere sehr verwirrt dastanden. Selbst die Leute, die für den Park verantwortlich waren, wussten nicht, was sie tun sollten. In diesem Moment fing der wahre Horror an. Der Alarm hatte eine schreckliche Auswirkung auf einige Leute und es begann mit den Darstellern. Einer nach dem anderen begannen sie, sich das Fleisch von den Gesichtern sauber abzureißen. Dann begannen die Gäste, das Gleiche zu tun. Diejenigen, die gesichtslos waren, begannen die verrücktesten Dinge, die ich je gehört habe, in den Himmel zu schreien. Der Alarm ertönte weiter und diejenigen, die sich selbst nicht verstümmelt hatten, wurden von den Verrückten brutal angegriffen. Überall in Funnytown brach das Chaos aus und das Blut bedeckte den Bürgersteig und sickerte in das Gras, wodurch riesige Pfützen entstanden, auf denen einige Leute ausrutschten, als sie versuchten zu entkommen. Diejenigen, die sich einst an den Händen hielten, spießten sich nun gegenseitig auf und hackten aufeinander ein. Ich war wie gelähmt vor Angst. Ich konnte mich verdammt nochmal nicht bewegen, bis eine Person, die scheinbar angezündet wurde, auf mich direkt zurannte. Ich schubste ihn von mir weg und rannte durch die Meute der blutüberströmten Verrückten, um zu sehen, ob meine Freunde noch lebten. Schließlich fand ich meine beste Freundin, die ich seit der Vorschule kannte. Mel kroch mit aufgeschnittener Kehle in Todesangst davon. Luke wollte ihr gerade mit einer Glasscherbe den Garaus machen, als er sich umdrehte und offenbarte, dass er sich auch das Gesicht abgerissen hatte. Er lächelte mich an und sagte: Sie kommen! Sie kommen, um uns zu retten, Josh! Alles, was wir tun müssen, ist, uns von diesem hässlichen Fleisch zu befreien! Und sie werden uns akzeptieren! Wer, Luke? Wer kommt? Plötzlich wurde der Alarm lauter und lauter, bis ich sah, dass es gar kein Alarm war. Das Geräusch stammte von einer Art Raumschiff, das über Funnytown schwebte und ein paar Minuten in der Luft blieb, während die Menschen, die den Verstand verloren hatten, zu ihm riefen und die unsichtbaren Wesen anflehten, sie mitzunehmen. Stattdessen begann das Gebilde wegzufliegen. Die Unterseite des Schiffes war rund und die Spitze war pyramidenförmig, mit drei dreieckigen Triebwerken an den Seiten, die blau leuchteten. Je weiter es sich entfernte, umso leiser wurde das Geräusch. Und je leiser das Geräusch wurde, umso mehr beruhigten sich die Leute. Als es weg war, war alles komplett still. Diese unheimliche Stille
wurde bald von ein paar Dutzend Polizeiautos durchbrochen, die am Eingang des Parkes ankamen. Die Beamten waren alle schwer bewaffnet und zwei SWAT-Teams gesellten sich zu ihnen. Die Polizei eröffnete das Feuer auf die Menge und nahm buchstäblich jeden ins Visier. Ich ließ Luke und Mel zurück und ging im Zelt des Funny House in Deckung, wo ich von dem Darsteller angegriffen wurde, der mir aus dem Fahrgeschäft geholfen hatte. Der Mann hatte mich gewürgt, aber ich konnte ihn aus dem Zelt werfen. Ich sah, wie er aufstand und von einer Schrotgranate getroffen wurde. Ich lag in meinem Versteck mit geschlossenen Augen und lauschte dem Schrecken draußen und betete, dass niemand ins Zelt schauen würde. Offensichtlich tat es auch niemand. Aber ich wartete trotzdem viele Stunden dort und bewegte mich kaum, bis ich das Zirpen der Grillen hörte. Die Nacht war angebrochen. Ich verließ das Versteck und machte mich zurück auf den Weg zu meinem Auto. An dieser Stelle endet meine Geschichte. Und es ist alles wahr. Es gab noch andere Überlebende des Massakers, wie zum Beispiel andere Gäste oder auch Beamte. Aber die meisten von ihnen haben sich entweder selbst umgebracht oder sind verschwunden. Der gesamte Park wurde am nächsten Tag abgerissen und die Regierung vertuschte die ganze Sache. Besonders das mit dem Auftauchen des UFOs. Na, wie du dir vorstellen kannst. Bis heute habe ich keine Ahnung, warum das Geräusch des Raumschiffes einige Gäste verrückt gemacht hat. Aber nicht alle von ihnen. Wahrscheinlich hat es mich auch ein wenig verrückt gemacht. Denn wann immer ich an diesen Tag denke, finde ich es lustig. Ich weiß nur, dass ich es immer hatte. Immer. Es ist der Grund, warum ich immer Schichten trage. Sogar im Sommer. Warum ich mit so vielen Decken schlafe. Warum ich, wenn man mir sagt, ich solle die Heizung runterdrehen, weil die Temperatur meines Zimmers mit einer Sauna konkurriert, das nie kann. Ich habe versucht, ein Muster zu erkennen, um zu sehen, ob es einen Auslöser dafür gibt. Aber ich habe es bald aufgegeben. Es kommt nicht in Intervallen. Es kommt nicht an bestimmten Tagen oder Stunden. Es kommt einfach. Es spielt auch keine Rolle, was ich gerade tat. Selbst im Schlaf kam der Schüttelfrost und weckte mich auf. Oh, meine Eltern. Meine Eltern zogen das Übliche. Vielleicht kann der Arzt ja helfen. Im Ganzen vor. Naja. Zumindest haben sie es versucht. Jeder konnte merken, wenn es passierte. Ich zitterte. Vielleicht zuckte ich. Manchmal zuckte ich. Wie ein Krampf. Aber immer nur kurz. Aber es war immer so offensichtlich, dass ich einen Schüttelfrost hatte. Das Ärgerlichste an diesem Schüttelfrost ist, dass es sich nicht wie Frösteln anfühlt. Mir war mal kalt. Ich hatte mal das Bedürfnis, die Arme vor meiner Brust zu verschränken und mich an allem festzuhalten. An dem Wärme vorhanden war, während die Kälte in mein Inneres einsickerte. Aber so fühlt es sich nicht an. Nein, wenn überhaupt, dann fühlt es sich an wie eine Berührung. Ein langer, knochiger, glatter, eiskalter und fast metallisch anmutender Finger in einer spöttischen Zuneigungsbekundung meine Wirbelsäule hinunterstreichelt. So fühlt es sich an. Und manchmal fühlt es sich noch mehr an,
als ob etwas in meinen Nacken atmet. Oder an meine Brust und meinen Rücken drückt. Und ich mich schnell umdrehe, um nachzusehen. Aber da ist nie etwas, außer dem Frösteln. Das Frösteln ist immer da. Bevor das Video losgeht, wenn es euch gefällt, vergesst bitte nicht am Ende den Like-Button zu drücken. Außerdem, wenn ihr neu zum Schattenzirkus gekommen seid, abonniert den Kanal und drückt die Glocke, damit ihr jeden Tag über die neuesten Videos informiert werdet. Diese Geschichte ist fast so alt wie das Internet selbst. Du tötest deine Langeweile, indem du das Netz durchstöberst. Ein Klick führt zum nächsten, und ehe du dich versiehst, bist du in den Kaninchenbau gestolpert und in den verrücktesten Bereichen des Internets gelandet. Nun, ich bin nicht so technisch versiert, aber ich nehme an, ich bin intelligent genug, um das Konzept des nicht gelisteten Web-Dinge, die man nicht über eine Google-Suche finden kann, die aber existieren, wenn man einen Link zur Verfügung hat. Ich denke, das ist doch die Essenz des Deep Web. Naja, ich neige dazu, inkognito zu surfen. Ich werde nicht ins Detail gehen, aber ich denke, ihr wisst alle, zu welchem Zweck. Letzte Nacht oder heute Morgen, je nachdem, wie man 3 Uhr morgens und Schlaflosigkeit klassifiziert, las ich in einem Forum über die seltsamsten Erfahrungen der Leute im Web. Ich bin ein skeptischer Mensch. Wenn also ein paar fleißige Kommentatoren einen Link angeben, folge ich gerne, um ihre Geschichten zu bestätigen. Irgendwann stieß ich auf eine Webseite, die einfach eine endlose Reihe von Nummern war, die auf .org endeten und zu einem schlicht gestalteten Forum führten. Wie war dein Tag? War der Haupttitel des besagten Forums. Es war eine willkommene Abwechslung zu den deprimierenden und sogar schrecklichen Geschichten, die andere diese Nacht geteilt hatten. Also beschloss ich nachzusehen, wie es den Menschen auf der ganzen Welt ging. Vielleicht würde die Beschäftigung mit dem Leben anderer im Fokus von meiner eigenen deprimierenden Existenz ablenken. Ich klickte auf den obersten Eintrag, der aufgelistet war. Ein User schrieb: Als ich das erste Mal in den Ruhestand ging, war ich verblüfft über die Menge an toter Zeit, die ich unermüdlich durchstehen musste. Heute, vielleicht zum ersten Mal seit 10 Jahren, schätze ich diesen faulen Morgen. Meine Frau machte mein Lieblingsfrühstück und ich war sogar froh, danach ein Mittagsschläfchen zu machen. Ich schätze, ich war einfach nur müde, denn davon bin ich nicht aufgewacht. Wie soll ich meine Frau wissen lassen, dass ich nicht unter Schmerzen gestorben bin und dass ich sie sehr liebe? Leicht verwirrt von seiner letzten Aussage, sah ich mir die Kommentare unten an. Wir alle sterben irgendwann. Willkommen. Und ein anderer sagte, wenn du sie richtig behandeln würdest, wüsste sie schon, dass du sie liebst. Okay. Eine Art Rollenspielforum? Das war mein erster Gedanke, der mir kam. Die Kommentare waren eine perfekte Sammlung von begrüßenden und gehässigen Kommentaren. Ich klickte zum nächsten Beitrag. Ehrlich gesagt, habe ich immer mehr vom Leben erwartet. Mein Tag war schon beschissen genug, um damit anzufangen. Mit Kindern im Teenageralter zu streiten, ist ein sinnloses Unterfangen, das mich nach der Zeit sehnen lässt, in der sie einfach nur glücklich waren, Pfannkuchen zum Frühstück zu haben. Wut ist genauso sinnlos, wie ich viel zu spät im Leben entdeckt habe. Eine Ablenkung war das Einzige, was nötig war, um mich irgendwie dazu zu bringen, eine rote Ampel zu übersehen und... Nun, ich bin mir nicht genau sicher, was dann passierte. Aber hier bin ich. Mein letzter Tag auf diesem Scheißplaneten. Er unterschrieb seinen Eintrag mit seinem offensichtlich echten Namen und Geburtsdatum. Es war ein ziemlich ungewöhnlicher Name. Ich öffnete einen weiteren Tab
um seine Infos in Bezug auf irgendwelche Autounfälle zu überprüfen. Alles, was ich fand, war ein alter Nachrichteneintrag aus dem Jahr 2004. Aber es passte perfekt auf seine Geschichte. Was für eine geisteskranke Person gibt vor, die Identität von jemandem zu übernehmen, der einen so schrecklichen Tod gestorben ist? Sowohl wütend als auch fasziniert las ich weiter. Ich kann nur meinen eigenen Sinn für morbide Neugierde dafür verantwortlich machen. Ich bin nicht ganz sicher, wie lange ich damit verbracht habe, mich durch die unzähligen Posts von Menschen zu lesen, die vorgaben, auf verschiedene Arten und zu verschiedenen Zeitpunkten der Geschichte gestorben zu sein. Alle hatten mit echten Namen unterschrieben und kein einziger Kommentar hatete sie für ihre verblendeten Spielchen. Der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brachte, war, als ich einen Beitrag mit einem bekannten Namen bemerkte. Meine eigene Mutter. Sie war seit über einem Jahrzehnt tot. Also war ich mir ziemlich sicher, dass es sich um eine Art kranken Streich oder bizarres Rollenspiel handelte. Vielleicht haben die User die Todesanzeigen nachgeschlagen und ihre Identität zu ihrem eigenen Vergnügen übernommen. Noch beunruhigender war, dass die Umstände ihres Todes perfekt beschrieben wurden, obwohl sie zu ihren Lebzeiten nie jemanden davon erzählt hatte. Ich las. Ich fühle mich in letzter Zeit extrem müde. Es war keine Überraschung, als ich heute Morgen aufwachte und mich fühlte, als hätte ich seit Tagen nicht mehr geschlafen. Ich wollte einfach im Bett bleiben, aber die Familienpflichten riefen. Mein Mann war bereits zur Arbeit gegangen und ich hatte mir die Woche freigenommen, in der Hoffnung, mich zu erholen. Aber jemand muss ja den Kindern was zu essen machen. Das Frühstück war in Ordnung. Ich habe ihr Lieblingsessen gemacht, Pfannkuchen, leicht zuzubereiten und ich hatte auch gerade nichts anderes. Ich erinnere mich, dass ich in die Badewanne stieg, aber es fiel mir schwer, Luft zu holen und unter dem Dampf des heißen Wassers wurde ich ohnmächtig. Ich weiß nicht wirklich, was danach passiert ist. Oh Gott, ich hoffe, meine Kinder haben mich nicht nackt auf dem Boden liegen sehen. Ich beschloss in diesem Moment, dass ich derjenige sein würde, der sie alle dazu bringt, aufzuhören, die Identität der Leute zu stehlen. Sie sollten wenigstens einen falschen Namen benutzen, wenn es nicht mehr als ein erbärmlicher Scherz war. Ich suchte die Seite nach einem Registrierungsbutton ab, nur um festzustellen, dass ich bereits eingeloggt war, unter meinem echten Namen, um genau zu sein. Mit etwas Bangen klickte ich darauf, um mein Profil zu erweitern. Darauf hatte jemand meinen Namen, meine E-Mail-Adresse, mein Geburtsdatum und Sterbedatum. Heute. Erneut wanderte mein Blick zum Titel der Webseite. Wie war dein Tag? Ich dachte zurück und reflektierte über das, was bisher geschehen war. Mein Leben war nicht das Interessanteste, also hatte ich mir auch nicht wirklich viel Zeit genommen, um drüber nachzudenken. Es gab nichts Besonderes, es gab nichts Interessantes, es gab nichts an diesem Tag. Die Prüfungszeit stand vor der Tür, also musste ich früher aufstehen, als mein junges Gehirn es wohl gewohnt war. Ich trank Kaffee, surfte im Internet, anstatt zu lernen. Die Prokrastination dauerte länger, als ich stolz bin zuzugeben. Trotzdem fühlte ich mich schließlich schuldig genug, um ein Lehrbuch in die Hand zu nehmen und bis zum Abend zu lernen. Ein leichter Kopfschmerz setzte ein. Das war genug, um mich vom Lernen abzuhalten und stattdessen etwas Entspannendes zu tun. Eigentlich war es sogar mehr als nur leicht. Mehr wie ein stechender Schmerz, der schnell an Intensität zunahm. Ich stand von meinem Stuhl auf und fiel auf den Boden. Das ist alles, woran ich mich erinnere, bevor ich ohnmächtig wurde. Es ist ein eigenartiges Gefühl, wenn dein Herz stehen bleibt. Aber anscheinend ist es das, was man braucht, um ins Forum für Tote zu gelangen.
Es hat mich aber zurückgebracht. Ich habe aber eine vage Erinnerung dran, wie Sanitäter mich ins Krankenhaus brachten und mir Nadeln in die Venen steckten. Ich schätze, mein Vater musste nach oben gekommen sein, um nach mir zu sehen. Ich Glückspilz. Ich kann mich nicht wirklich an viel aus dem Krankenhaus erinnern. Auch nicht, wie ich zurück nach Hause kam. Tatsächlich ertappe ich mich gerade dabei, wie ich in diesem Forum stöbere. Ohne mich wirklich daran zu erinnern, wie ich darauf gestoßen bin. Wie war dein Tag? Wenn du jemanden ein leeres Blatt Papier zeigst und ihn fragst, was er darauf sieht, würde die Person vermutlich nichts antworten. Das ist jedoch falsch. Sie sieht das nackte, weiße Papier, jedoch aber nicht nichts. In unserer materialistischen Welt ist es schwer, einen Raum zu finden, in dem wirklich nichts existiert. Selbst in einer fensterlosen Kammer, ohne irgendeine Einrichtung, befindet sich Luft. Nichts kann es nur in einem Vakuum geben. Das endlose Nichts ist kein Ort in dem Sinne, wie wir es begreifen. Wir könnten es eh nicht begreifen. Das endlose Nichts hat keinen Anfang und kein Ende. Trotzdem ist es ein Raum, in dem sich verschiedenste Seelen aufhalten. Das endlose Nichts ist der Raum, in dem sich unser Universum ausbreitet, in dem sich jedes Universum ausbreitet. Wie nimmt man das Nichts wahr? Die Entitäten, die sich in diesem endlosen leeren Raum befinden, haben eine ganz andere Wahrnehmung als wir in unserer materiellen Hülle. Sie haben kein Sehvermögen, weil sie keine Körper besitzen, die in irgendeiner Form materiell sind. Darüber, wie Wesen aus Fleisch und Blut das Nichts wahrnehmen, gibt es eine Geschichte, die in den verschiedensten Völkern des Multiversums bekannt ist. Es gab vor langer Zeit in einem jungen Universum einen Planeten, verhältnismäßig nahe am Rand des Universums. Heutzutage würde man sagen, er war erdähnlich. Dort lebte eine intelligente Spezies, intellektuell ähnlich entwickelt wie der Mensch. Als sich Folgendes zugetragen haben soll, war diese Spezies bereits auf dem Niveau der frühen Neuzeit. Eines Nachts passierte das, was wahrscheinlich der Albtraum jeglicher intelligenter Existenzen ist, die an ihren Heimatplaneten gebunden sind. Natürlich gab es auch dort verschiedene Völker, die auf den ganzen Planeten verteilt lebten. Diese Geschichte wird traditionell aus der Sicht eines Volkes im Norden erzählt. Der Name ist über die Jahrmillionen der Überlieferung verloren gegangen. Manche Versionen wurden ausgeschmückt. Besonders fromme Interpretationen verschiedener Religionen behaupten, das Unheil, welches über diesen Planeten gekommen sei, sei eine göttliche Strafe gewesen. Oh ja, der Weltenverschlinger hat etwas Göttliches an sich. Es ist jedoch nicht überliefert, ob diese womöglich unschuldigen Kreaturen das mächtige Wesen erzürnt haben oder ob nur der unbändige Hunger dieser galaktischen Bestie mit ihren Seelen gestillt wurde. Wir möchten uns auf den wesentlichen Kern der Sage konzentrieren. Dort im Norden war es eine wolkenbehangene Nacht. An der einen oder anderen Stelle wurde die Wolkendecke jedoch durch schwarze Flecken, gesprenkelt mit Sternen, unterbrochen. Mit einem Mal verschwanden jedoch die Sterne und zwischen den grauen Wolken war nur noch Schwarz zu erkennen. Nicht das Schwarz der Nacht, sondern ein Schwarz, wie es diejenigen, die das Spektakel beobachteten, noch nie gesehen hatten. So wird das endlose Nichts vom menschlichen Auge wahrgenommen. Innerhalb von Minuten wurden auch die Wolken von dieser schwarzen Masse verschlungen. Panik breitete sich unter den Bewohnern des Planeten aus. Die einen starrten einfach nur wie versteinert in den Himmel, die anderen rannten planlos umher,
Wieder andere verfielen in verzweifelten Aberglauben und boten ihre Kinder als Opfer an. All dies nutzte nichts. Der Weltenverschlinger wollte nicht einfach nur ein oder zwei oder fünf Seelen. Er wollte alle. So verschlang er den ganzen Planeten und nahm seine Bewohner mit ins endlose Nichts, wo alle materiellen Existenzen mit einem Mal beendet wurden. Was sind Träume? Ich meine, was sind sie wirklich? Sind sie Bruchstücke von Erinnerungen, die ohne Plan oder Zweck zusammengewürfelt wurden? Flüstern sie Geheimnisse von zukünftigen Tagen oder verbergen sie Geheimnisse aus längst Vergangenen? Vielleicht wird unsere Seele jede Nacht aus unserem Körper ausgestoßen, hinaus in die Leere und reist in wundersame Länder und über die Grenzen unserer physischen Form hinaus. Ist es möglich, dass unsere Träume mehr sind als bloßer Unsinn, sondern Vorahnungen von Abenteuern, die wir vielleicht noch nicht erlebt haben? Ehrlich gesagt, habe ich keine Antwort für dich. Aber wenn ich darf, würde ich gerne mit dir teilen, was ich weiß. Sag mir, hast du jemals einen Traum gehabt, den du so real empfunden hast, dass sich dein waches und reales Leben weit entfernt und langweilig anfühlt? Hast du jemals einen Traum geträumt, der dir Einblicke in dein volles Potenzial gibt? Kennst du einen Traum, der dich jeden Morgen beim Aufwachen mit so viel Kummer erfüllt, dass du dir mit aller Kraft wünschst, dass sich deine Augen für ein brandneues Leben öffnen? Doch es kommt nie. Mit jeder aufgehenden Sonne ist das eine Last, die ich trage. Doch diese Traurigkeit verzehrt mich nicht, denn ich weiß, dass meine Träume so viel mehr sind als einfache Wünsche und Wunschdenken. Sie sind viel mehr, als du dir möglicherweise vorstellen kannst. Denn siehst du, meine Träume bereiten mich auf große Dinge vor, die kommen werden. Ich weiß, dass das die Wahrheit ist. Nein, mit den Augen zu rollen beleidigt mich nicht. Du bist nicht der Erste, dem ich das zu sagen versuche. Du bist nicht der Erste, der sich über meine Worte lustig gemacht hat. Die meisten lachen einfach aus Belustigung und andere tun so, als ob sie Mitleid mit mir hätten. Wahrlich, in ihren Augen würde sich nur ein benachteiligtes Kind so einen Unsinn in den Kopf setzen. Sie sind diejenigen, die zu bemitleiden sind. Denn sie sind nur in der Lage, ein Land der Fantasie zu sehen. Ein Märchen, das im Kopf eines Kindes entstanden ist. Sie sind sich ihrer selbst so sicher, dass ein Waisenkind, das als Säugling nie eine Umarmung einer Mutter oder die Führung eines Vaters erfahren hat, seinen Kopf hochhalten kann. Auch würden sie nicht in Betracht ziehen, dass ein solcher Weiser seinen Erfolg nur mit der Entschlossenheit seines Herzens und der Kraft seiner Hände verdient. Doch ich hege keinen Groll, denn ihre Schlussfolgerung entbehrt nicht einer gewissen Logik, auch wenn sie traurigerweise sehr kurzsichtig ist. Das wird sich nun alles ändern, denn morgen ist der Tag, an dem sich alles offenbaren wird. Denn morgen ist mein Geburtstag. Und wenn ich nicht mehr bin, werden sie keine andere Wahl haben, als zuzugeben, dass sie falsch lagen. Morgen ist der Tag, den meine Träume vorausgesagt haben. Bevor die Sonne, wirst du mit Hoffnung und Erlösung auf deinem Rücken und Licht in deinen Händen zurückkehren. Durch deine Klinge wirst du das Land von dem Wurm befreien. Das ist es,
was ich jede Nacht sehe, wenn ich mich dem Schlaf ergebe. Schließ deine Augen und nimm meine Hand und lass mich dir von meinen Träumen erzählen. In meinen Träumen gibt es ein Reich, das unserem so nahe ist, dass nur die Breite eines Haares die beiden trennt. Sie existieren, Seite an Seite, gemeinsam und ohne sich des anderen bewusst zu sein. Und doch sind sie so weit voneinander entfernt, dass eine Reise über diese Distanz tausende Jahre dauern würde. Es ist ein mittelalterliches Reich, in dem Wissenschaft und Magie als geliebte Freunde nebeneinander leben. Maschinen und Technologie, Zauberei und Magie, sie existieren Seite an Seite, wie eine Einheit. Es gibt gar keinen Unterschied zwischen Hexen und Ingenieuren, Zauberern und Lehrern oder sogar zwischen Heilern und Ärzten. Dieses Reich wird von 6 großen Nationen regiert, jede unter einem König und einer Königin, von tugendhaftem Herzen und edlem Blut. Schlösser und Dörfer, Bauernhöfe und Städte durchziehen das Land. Alle leben ein einfaches Leben mit einem Hauch von Technologie, die sowohl natürlich als auch mystisch ist. In meinen Träumen sehe ich einen wunderschönen, gewölbten Tempel aus elfenbeinweißen Stein. Der Tempel beherbergt 6 heilige Waffen aus verzaubertem Stahl. Eine, die jeder Nation von einer Göttin gegeben wurde. Sie opferte diese Waffe in Vorbereitung auf den vorhergesagten Tag. Den Tag des Wurmes. Die Waffen werden von jedem Krieger jeder Nation geführt. Jeder wurde persönlich von der Göttin selbst ausgewählt. Aber in der Mitte des Tempels, an der am meisten verehrten Stelle, steht der 7. Altar. Auf diesem Altar ruhen die Rüstung und die Waffen des 7. Sohnes. Unter der Dunkelheit einer Finsternis von 3 Monden ist die Blutlinie eines Kindes aus der Vereinigung eines Sterblichen und eines Gottes hervorgegangen. Der Geist dieses Kindes wird die Reiche in ihrer dunkelsten Stunde vereinen. Die Waffen sind verzauberter Stahl in den Farben Silber und Blau. Und meine Rüstung ist unfassbar leicht. Mein Stulpenhandschuh ist für meine rechte Hand und dient als mein Schild. Er beherbergt eine Scheibe, aus der mit Schnalzen 3 Klingen hervortreten, wenn sie geschleudert wird. Wenn sie geschleudert wird, gehorchen sie meinem Willen und vernichten alle meine Feinde. Danach kehrt es treu in meine Hand zurück, ohne ein einziges Mal zu versagen. Mein Schwert wurde aus den Überresten der Schöpfung geschmiedet und mit der Essenz des Lebens gekühlt. Es ist der Todfeind von Fäulnis und Verfall. Es kann niemals zerbrochen werden. Nichts kann seine Klinge erschüttern und es ist unempfindlich gegen Stöße. Niemals wird seine Klinge stumpf werden. Das Juwel im Griff ist mein Symbol und mein Banner. Es ist das Auge, das ein Licht ausstrahlt, das die Leidenschaft eines unterdrückten Volkes entfachen kann, wenn die Hoffnung schon verloren schien. In meinen Träumen sehe ich einen Tag, an dem schwarzer Regen vom Himmel fällt, zähflüssige Strähnen aus grünlich-schwarzem Teer ergießen sich aus den Wolken. Alles, was es berührt, beginnt sofort zu verrotten und zu rosten. Die Ankunft des Wurmes wird mit einem Donnerschlag angekündigt, als seine Festung durch die Wolken bricht. Sie durchdringt das Land wie ein Dolch, der beim Aufprall ins Fleisch gestochen wird. Die Burg des Wurmes ist eine zerklüftete, in Spitze kristalline Zitadelle mit bauchigen, blasenartigen Kuppeln darauf. Dies ist der Thron, von dem aus der Wurm erobert und herrschen wird. Der Verfall breitet sich in der dunklen Festung in Form von schwarzem Schimmel und sich windenden Massen von Tentakeln und Ranken aus und lässt alles verrotten, was er berührt.
alles. Bis auf eines. Die Toten. Jedes Kriegsherr braucht seine Untertanen. Die Toten werden absorbiert und als Gefäße genutzt, in denen die Verwesung des Wurmes Gestalt annimmt. Sie sind die Augen, der Fuß und die eiserne Faust des Wurmes. Der Wurm füllt seine Reihen mit den verstorbenen und erschlagenen Fleisch der umliegenden Dörfer mit einem gefräßigen Appetit. Die Blasen aus den Mauern seiner Festung werden dann freigesetzt und seine Armee aus verwesenden und geistlosen Drohnen trägt die stinkende, faulende Masse in das Herzen aller 6 Nationen. Sie wird sich in den Boden pflanzen und zur Erweiterung des Geistes und des Willens des Wurmes werden. Von hier aus wird der Krieg gegen jeden Mann, jede Frau und jedes Kind führen. Er wird mit den verwesenden Gesichtern ihrer Nachbarn, Freunde, Brüdern und Schwestern kämpfen. In meinen Träumen sehe ich die Göttin, die 6 Könige aus jeder der Nationen segnet, bevor sie 7 Set an Rüstung und Waffen von den Wänden des wunderbaren Tempels wegnimmt. Sie versteckt die Gegenstände an einem Ort weit weg von der Reichweite des Wurmes, wo sie warten werden, bis sie von dem Kind, dessen Ankunft vorhergesagt wurde, eingefordert werden. In einem letzten Akt der Aufopferung sehe ich, wie die Göttin den letzten Rest ihrer Unsterblichkeit aufbraucht, um eine Tür des Lichtes zu öffnen. Sie legt einen winzigen Säugling hinein, bevor sie die Türen schließt. Sie sagt mit Tränen in den Augen: Leb wohl, mein Geliebter. Leb wohl, mein Sohn. Es ist nun 20 Minuten vor Mitternacht, der Tag meines 15. Geburtstags. Ich sitze auf dem Holzboden und zittere neben dem beheizten Ofen. Ich zittere nicht vor Kälte, sondern vor einer herzzerreißenden Angst. Aber täusche dich nicht. Denk nicht einen Moment lang, dass ich aus Angst vor dem Unbekannten oder vor den Dingen, die kommen werden, zittere. Ich habe keine Angst davor, gegen eine groteske Armee aus tausenden verrottenden Leichen zu marschieren. Ich fürchte mich nicht vor der Gewalt, der ich begegnen werde, oder vor den vielen Schlachten, die ich schlagen werde. Ich habe keine Angst. Nein, nichts von all dem macht mir Angst. Ich will das Leben so sehr. Willst du wissen, was mir wirklich Angst macht? Was mich mit so viel Schrecken und Furcht erfüllt hat? Was mir am meisten Angst macht, ist dies. Ich habe solche Angst, dass der morgige Tag, wenn er endlich da ist, wie jeder andere gewöhnliche Tag kommen und gehen wird. In meinem Bett ist es sicher. So denken die meisten, wenn sie nachts zu Bett gehen und das Licht ausmachen. Ich hatte immer Angst im Dunkeln. Vielleicht habe ich zu viele Horrorfilme gesehen. Oder vielleicht ist meine Fantasie einfach zu ausgeprägt. Der Lichtschalter am Ende des Raumes zwang mich immer zu einem Hürdenlauf ins Bett. Und immer hatte ich Angst, bis ich es unter die Decke geschafft hatte. Einfach einschlafen. Einfach nicht denken. Einfach einschlafen. Mehr will ich nicht. Irgendwann legt sich der schützende Mantel des Schlafes über dich und du schläfst ein. Vor Erschöpfung und vor Müdigkeit. Ich hatte immer Angst im Dunkeln. Vor Geräuschen, die man sich einbildet. Oder vor Geräuschen, die da sind. Warum fühle ich mich beobachtet, wenn ich unter der Decke kauere?
Was liegt nachts unter meinem Bett, wenn alles dunkel ist und man nichts erkennen kann? Meine Gedanken kreisen immer wieder. Ich fürchte mich. Lass diesen Albtraum und die Angst ein Ende finden. Ich zittere und atme ängstlich. Ich kneife die Augen zu und flehe mich selbst an, einfach an etwas anderes zu denken. Ich möchte mich beruhigen. Ich denke an ein Videospiel, das ich gerne spielen würde. An dem morgigen Tag, an dem ich noch so viel erleben möchte. An die nächsten Jahre, in denen ich auch noch so viel erleben möchte. Ich beruhige mich. Ganz langsam. Mein Atem wird ruhiger. Und als mein Atem völlig ruhig wird, höre ich ein leises Klopfen. Ein leises, kurzes Klopfen. Direkt am Bettgestell. Was war das? Habe ich mir das eingebildet? Nein, es war echt. Mir wird eiskalt und ich ziehe mich komplett zusammen. Ich weine und zittere vor Angst. Warum heute? Bitte, lass mich schlafen. Ein weiteres leises Klopfen. Mama, mein Bett ist sicher. In meinem Bett war ich immer sicher. Hier kann es mir nichts tun. Vor Angst kneife ich die Augen zusammen und atme tief durch. Selbst wenn es ganz dunkel ist, möchte ich die Augen nicht offen halten. Meine Hand wandert an die Wand und ich klopfe leise zweimal. Ich zittere und warte auf eine Reaktion. Aber tatsächlich passiert nichts. Ich atme tief durch, dass ich mir das nur eingebildet haben könnte. Beruhigt mich. Plötzlich wieder das Klopfen. Jetzt ist meine Angst noch viel größer. Nein, es ist wirklich da. Es ist tatsächlich hier bei mir im Raum. Aber mein Bett ist sicher. Ich werde nicht schlafen. Ich warte. Ich werde auf das Licht warten. Ich werde warten. Bis es weg ist. Ich richte mich auf und sitze in meinem Bett. Mein Bett ist sicher. Ich starre in die Dunkelheit und erkenne leichte Umrisse und hell leuchtende Augen. Augen, die mich direkt ansehen. Der Schock ist so groß, dass ich nicht einmal schreien kann. Sofort verkrieche ich mich wieder unter die Bettdecke und weine, schluchze und bete. Bitte, bitte tu mir nichts. Bitte, bitte tu mir nichts, bitte. Bitte geh einfach weg. Verschwinde. Ich will nicht sterben. Viele Minuten vergehen, in denen ich flehe und bettle. Aber nichts passiert. Vorsichtig schaue ich noch einmal nach. Und die Umrisse und Augen haben sich nicht bewegt. Sie stehen genauso da wie vorher auch und sehen mich direkt an. Ich schreie laut und werfe mein Kopfkissen in die Richtung der Gestalt. Ich ziehe die Decke über meinen Kopf und flehe und warte und weine. Am nächsten Tag wache ich erschöpft auf und mein Kopfkissen ist verschwunden, als ob ich nie eins besaß. Wir alle haben schon immer gedacht, dass der alte Mann im Krämerladen
am Ende der Straße unheimlich ist. Doch nichts davon schützte mich davor, ihm meine erste Angst zu verkaufen. Ich hatte nicht genug Geld für den Bus und er bot mir an, den Rest zu bezahlen, wenn ich ihm dafür meine Angst vor der Dunkelheit verkaufen würde. Ach, was soll's, richtig? Ich brauchte das Busticket, um mich mit meinen Freunden treffen zu können. Und Gott weiß, Mutter hatte nicht genug Geld. Er bewegte seine Hand vor meinem Gesicht ein paar Mal hin und her und sprach dazu irgendwelche Wörter, die ich nicht verstand. Danach hatte ich mein Ticket. In dieser Nacht schlief ich fest wie ein Baby. Schon bald hatte er mir noch mehr abgekauft. Meine Angst vor Spinnen gegen ein paar Kaugummis. Meine Angst vor Vampiren gegen ein bisschen Eiscreme. Meine Angst vor Höhergestellten gegen ein paar Feuerwerkskörper. Die Käufe wurden größer, als ich älter wurde. Und die Ängste wurden weniger banal. Meine Angst vor Krebs gegen ein paar Zigaretten. Meine Angst vor der Polizei gegen ein Bier. Meine Angst vor dem Gefängnis gegen ein Erwachsenenmagazin. Wie nicht anders zu erwarten, freundete ich mich mit den falschen Leuten an. Und schließlich kam es zu den obligatorischen Drogen. Er gab mir ganze $100 für meine Angst vor dem Tod. Und als mir der andere Junkie das Messer in meinen Brustkorb stach, starrte ich ihn nur an und lächelte. Es war nichts Beängstigendes. Ich bin eigentlich ein ganz gewöhnlicher Typ. Ich ging auf ein bescheidenes Junior College, weil ich ab der 4. Klasse bis zur Highschool ziemlich faul wurde. Meinen Abschluss habe ich eigentlich nie gemacht. Da ich für 3 Wochen von der Schule suspendiert wurde, musste ich zusätzlich einen Test zur Erreichung der Hochschulreife in meinem Abschlussjahr ablegen. Naja, lief nicht so gut. Ich wurde bisher 3-mal verhaftet, jedes Mal wegen kleinerer Alkoholvergehen, und mir wurde ein Frontzahn bei einer Kneipenprügelei rausgeschlagen. Eigentlich bin ich ziemlich intelligent, aber aufgrund einer beschissenen Nervenerkrankung war es zeitweise schwer, meine Gedanken klar zu äußern. An sich bin ich Christ, aber ich beschäftige mich dennoch mit ritueller Magie. Ich nenne es Magie und nicht Magic, denn scheiß auf Aleister Crowley. Es ist mehr ein Werkzeug, das ich nutze, um mir zu verdeutlichen, wer ich bin, als dieser ganze Oogie-Boogie-Bullshit. Ich hatte schon immer den Zwang gehabt, mehr zu wissen als andere. Aber ich habe einen anderen Grund für diesen ganzen Kram. Und zwar, dass ich versuche, meine Zukunft zu verändern. Denn seitdem ich klein war, hatte ich diese lebhaften Träume. Wenn ich mittlerweile ein paar betrunkene Nächte hinter mir habe, kann ich mich an jeden einzelnen erinnern. Ich erinnere mich, mal etwas darüber gelesen zu haben, dass Menschen in Schwarz und Weiß träumen, aber sobald sie aufwachen, sich einbilden, in Farbe geträumt zu haben. Ich nenne das Schwachsinn. Wenn ich in Schwarz und Weiß geträumt hätte, könnte ich mich sehr gut an diese Träume erinnern. Denn sie wurden wahr. Das erste Mal, als das passierte, war ich gerade einmal 6 Jahre alt. Ich träumte, dass ich auf dem Waschbecken saß und es brach und schnitt mir meine rechte Hand bis zum Knochen auf. Und ungefähr 1 Jahr später passierte das auch. Jedes Mal, wenn ich auf diese riesige Narbe an meiner rechten Hand schaue, genau da, wo ich mich so tief schnitt, dass ich fast die Kontrolle über meinen Daumen verlor, erinnere ich mich an beides. Wie ich es vorhersehen konnte, aber es mir nicht möglich war, es abzuwenden. Seitdem passiert es unzählige Male. Mir war es nie möglich, diese Träume abzuwenden. Über die Jahre konnte ich sehen, wie mein Vater starb. Ich konnte jedes einzelne Mal sehen, wie ich verhaftet wurde. Ich konnte sehen, wie meine Beziehung begann und endete.
Ich konnte sehen, wie ich die Menschen verletzte, die ich eigentlich liebte. Ich konnte sehen, wie ich versuchte, voranzukommen, aber kläglich scheiterte. Ich konnte sehen, wie meine Schwester eine Fehlgeburt hatte. Ich konnte sehen, wie ich den Truck meines Vaters schrottete, den er mir hinterließ. Ich konnte sehen, wie ich aus meinem ersten Apartment herausgeworfen wurde. Verdammt! Ich hab sogar unglaublich banalen Scheiß gesehen. Wie das erste Mal, als ich einen Moxie getrunken habe. Alles passiert so, wie ich es träume. Später jedoch hatte ich einen Traum, der sich immer wiederholte. Er beginnt in einem netten Haus mit einer Frau, mit der ich, glaube ich, verheiratet bin. Wir haben ein romantisches Abendessen und ich sage alles Gute zum Geburtstag. Und sie erwidert: Ich kann nicht glauben, wie alt wir mittlerweile sind. Ich liebe dich genauso wie am ersten Tag. Wir gehen ins Schlafzimmer und haben Sex, als aus dem Nichts ein betrunkener Fahrer durch unsere Wand krachte und uns beide tötete. Jedes Mal leuchtet der Wecker neben meinem Bett auf. Er zeigt immer denselben Tag und dieselbe Uhrzeit. Also versuche ich bis zu diesem Tag, diese Zukunft zu vermeiden. Ich werde vorsichtig sein und mit jeder Möglichkeit versuchen, diese Zeitlinie zu zerstören. Ich meine, letztendlich ist es doch nur ein Traum, oder? Also bedenke, wenn du dir das nächste Mal wünschst, zu wissen, was der morgige Tag für dich bereithält, beachte: Ein offenes Schicksal ist besser als eines, das in Stein gemeißelt ist. Und manchmal kann Wissen schlimmer sein, als nichts zu wissen. Ich versuchte, die Dinge wieder hinzukriegen. Mein Name ist John Williams. Ich bin 28 Jahre alt und komme aus Schottland. Ich wohne derzeit im Chester Psychiatrischen Bundeskrankenhaus für kriminelle Geisteskranke. Seit fast einem Jahr lebe ich hier. Nach einem traumatischen Ereignis in meinem Leben. Ich komme später dazu, warum ich hier bin. Ich gebe dir lieber ein paar Informationen über mich und mein Leben vor diesem ganzen Chaos. Ich hoffe, dieser Brief schafft es hier raus. Ich sende ihn vielen Leuten und bettel sie an, ihn der Welt zu zeigen. Ich bin kein Monster. Ich war ein hart arbeitender Familienvater. Ich hatte eine Verlobte und eine junge Tochter. Ich arbeitete jede Stunde, die mir Gott gesandt hatte, um meine Familie zu versorgen. Ich hatte einen wirklich niedrigen Lohn. Ich kam ohne die grundlegendsten Dinge aus, solange meine Familie alles hatte, was sie brauchte. Ich glaube, ich besaß nicht einmal ein paar Socken, was nicht voller Löcher war. Aber es war mir egal. In meinen Augen war es meine Bestimmung, alles für meine Familie zu tun. Und das war auch genau das, was ich tat. Meine Verlobte und ich hatten eine sehr angespannte Beziehung. Es war sehr kräftezehrend für uns, als Eltern nicht genug Geld bei den ständigen eingehenden Rechnungen zu haben. Um ehrlich zu sein, wir beide hatten wohl zugegeben, dass wir nur noch wegen unserer Tochter zusammen waren. Wir trotteten irgendwie zusammen durchs Leben. Meine Tochter war meine ganze Welt. Ich freute mich jede einzelne Minute, die ich mit ihr verbringen konnte. Es war wundervoll. Vater zu sein war das Beste, was ich konnte. Es war, als wäre ich nur deswegen hier auf Erden. Ich liebte es. Die Dinge änderten sich. Meine Frau distanzierte sich gegen Ende. Sie verbrachte immer weniger Zeit zu Hause. Sobald ich von der Arbeit kam, machte sie sich elegant gekleidet davon. Alle Zeichen deuteten darauf hin, dass sie mich betrog. Sie versteckte ihr Handy, ging immer aus, distanzierte sich weiter und weiter.
Einige Male sagte sie mir, dass sie zu einem bestimmten Freund ginge, nur dass ich genau diesen Freund später im Supermarkt traf, aber er nichts davon wusste. Ich musste tatsächlich ein paar Mal lachen, als ich ihr schrieb und fragte, wo sie gerade war. Sie log mich erneut an, und ich erzählte ihr, dass ich diesen Freund gerade getroffen hatte. Irgendwie gab es mir einen kleinen Kick, sie ausflippen zu lassen. Aber sie tat letztendlich doch weiterhin dasselbe. Nur, dass sie nicht mehr versuchte, es zu verstecken. Sie wusste, dass ich es wusste. Und sie wusste, dass es mir egal war. Um ehrlich zu sein, war meine einzige Sorge, dass wir uns trennten und ich meine Tochter nicht mehr jeden Tag sehen konnte. Die Dinge spitzten sich eines Tages zu. Ich kam von der Arbeit. Es war gegen 6 Uhr und sie war nirgends zu finden. Meine 7 Jahre alte Tochter war allein zu Hause. Das war's. Wenn sie rumficken wollte, mit wem auch immer, dann bitte. Aber sie konnte doch nicht einfach meine Tochter deswegen vernachlässigen oder gar in Gefahr bringen. Ich rief sie an und sagte ihr, sie kann bei welchem Freund auch immer sie gerade war bleiben und braucht auch nicht mehr sich bemühen, nach Hause zu kommen. Sie tauchte später in der Nacht betrunken und völlig zerzaust auf. Sie fing an, mich anzubrüllen und anzuschreien, dass ich kein richtiger Mann sei und ein schrecklicher Vater, da ich nicht mit Geld um mich herumwerfen konnte. Es wurde sehr hitzig. Sie schubste mich, ich schubste sie zurück. Sie griff nach einem langen Küchenmesser auf der Küchentheke und stürzte sich auf mich. Ich hielt ihre Arme fest und wir rangen miteinander. Sie schaffte es, meine Arme ziemlich übel aufzuschneiden, aber ich ließ sie nicht los. Ich schubste meine Verlobte weg. Meine Tochter stand in der Tür und schrie "Nein, Daddy!" Aber es war zu spät. Meine Verlobte fiel auf den Boden, nachdem sie mit dem Kopf gegen die Küchentheke knallte. Da war so viel Blut. Sie atmete nicht. Meine Tochter rannte schreiend in ihr Zimmer. Ich ging hinter ihr her. Ich brachte sie zurück in die Küche und setzte mich mit ihr an den Tisch, während ich darüber nachdachte, was ich als nächstes tun sollte. Niemand würde glauben, dass es Selbstverteidigung war. Eine fremdgehende Frau taucht tot auf. Ihr Lebensgefährte brachte sie um, Fall geschlossen. Meine Tochter wusste, dass ihre Mutter tot war. Sie sagte mir zwischen ihren Tränen, dass ich ihr Herz gebrochen habe. Mama ist tot. Du hast Mama getötet. Du hast mein Herz gebrochen, sagte sie mir immer und immer wieder. Das verstörte mich so sehr. Mein kleines Mädchen sagt mir, dass ich ihr Herz gebrochen habe. Ich muss das wieder hinkriegen. Ich tat das einzig Richtige und rief die Polizei. Sie fanden meine Tochter in einer riesigen Blutlache neben meiner Frau in der Küche. Ihre Brust war weit aufgeschnitten. Sie fanden mich daneben sitzend, voller Blut, zusammenhanglos stammelnd, ihr kleines Herz auf meinem Schoß. Es war nicht zerbrochen. Sie hatte mich auch angelogen. Wenn du jemals in England warst, dort gibt es einen Ort wie keinen anderen auf der Welt. Tief im Inneren des Landes, angesiedelt im Südwesten, liegt ein kleines, von der Zeit vergessenes Dorf. In mehr als 200 Jahren hat dort kein menschliches Wesen mehr gelebt. Es wird auf keiner Karte und keinem Verkehrsschild verzeichnet sein, als würde keine Straße dorthin führen. Und sogar wenn du auf Google Maps danach suchst, siehst du an dieser Stelle der Karte nur eine verschwommene Fotografie. Einfach verschwommen, wie von einem großen Pflaster abgedeckt, während der Rest hingegen ganz normal aussieht. In der Tat hatte jeder diesen Ort vergessen. Wenn du ihn unbedingt besuchen willst,
musst du das Ganze zu Fuß machen. Denn die nahegelegenste Straße liegt 30 Meilen entfernt. Der Fußmarsch wird sich in die Länge ziehen. Und dem Ende hingegensehend musst du einen riesigen Wald passieren. Dieser Wald ist sehr finster und die meisten, die ihn betreten, werden niemals wiedergesehen. Falls es dir gelingen sollte, den Wald lebend hinter dir zu lassen, werde ich warten. Wenn du also aus dem Wald heraustrittst, wirst du dich außerhalb eines Dorfes wiederfinden. Es wird buchstäblich so sein, als wärst du 200 Jahre in die Vergangenheit gereist. Du kannst keine Fotos davon machen, denn jedes moderne Gerät, praktisch alles, was es vor 200 Jahren noch nicht gegeben hat, wird verschwunden sein. Geh nun durch das Dorf, aber stoppe nicht. Du wirst beobachtet. Eine falsche Bewegung wird zu deinem Tod führen. Falls du irgendeine Art von Waffe bei dir tragen solltest, wirst du getötet. Gehe weiter bis in das Zentrum des Dorfes, zu einem Wunschbrunnen. Bist du erst einmal dort angekommen, wirst du eine 1-Penny-Münze, eine 2-Penny-Münze, eine 10-Penny-Münze, eine 20-Penny-Münze und eine 50-Penny-Münze hineinwerfen müssen. Dann musst du noch etwas von deinem eigenen Blut in das Wasser fließen lassen und dazu sagen, dass du nach Blutgeld verlangst. Falls du es jemals wieder lebend hier wegschaffen solltest, werden dir sehr viel Glück und Reichtum zukommen. Allerdings gibt es hier immer noch eine Sache zu erledigen. Verlasse den Wunschbrunnen nicht. Bleib stehen für weitere 5 Minuten. Du bist doch schon so weit gekommen, oder etwa nicht? Ganz plötzlich wird sich eine Gestalt im Wunschbrunnen vor dir entwickeln. Sie wird immer weiter aufsteigen, bis sie etwa die gleiche Körpergröße besitzt wie deine eigene und dir dann eine Hand hinhalten. Ihr Gesicht wird sich bereits zersetzen und Würmer werden sich in ihren leeren Augenhöhlen tummeln. Bei dieser Kreatur handelt es sich um den letzten Menschen, der das Dorf besuchte, aber nicht das getan hatte, was er hätte tun sollen. Jedenfalls wird er dir seine Hand anbieten. Die Angst wird dich beherrschen und du willst eigentlich nur noch rennen. Fort von diesem Scheusal. Aber lauf nicht weg. Auf seiner Hand werden Spinnen und Maden krabbeln. Unter seinem stinkenden, verfaulenden Fleisch werden schon seine Knochen sichtbar. Und du wirst dir wünschen, einfach das Bewusstsein zu verlieren, um das vor dir nicht länger ertragen zu müssen. Aber du musst ihm die Hand schütteln. Du wirst eine Welle der Kraft durch deinen Körper fühlen, gefolgt von einem riesigen, aufblitzenden Licht. Aus dem Nichts wird ein Gewitter hervorbrechen und du wirst dann das Bewusstsein verlieren. Wenn du erwachst, das kann 5 Minuten später, aber auch 5 Jahre später sein, wirst du dich daheim an deinem gewöhnlichen Schlafplatz wiederfinden. Du wirst unverletzt sein, in jeder Hinsicht. Jede Krankheit, jedes Leiden, jeder Schmerz, den du je verspürt hast, wird verschwunden sein. Du wirst attraktiv und über alle hinaus unsterblich sein. Sobald du aufstehst, werde ich da sein und dir die Urkunde für deine Tat aushändigen. Falls du jemals in das Dorf zurückkehren solltest, wirst du bemerken, dass dieser Ort nun mit Städtern bewohnt ist, die 200 Jahre zurück in unserer Zeit leben. Egal, wann du das Dorf wieder aufsuchst, der Rest der Welt wird einfrieren und die Zeit wird erst wieder weiterlaufen, wenn du das Dorf verlässt. Mein Freund Dave ist in eine neue Stadt gezogen und so hatten wir uns nun schon eine ganze Weile nicht mehr gesehen. Wir blieben regelmäßig in Kontakt. Ich freute mich zu hören, dass er schnell neue Freunde kennenlernte. Eines Abends schrieb Dave mir, dass er eine kleine Feier veranstalten würde und ich wäre natürlich herzlichst eingeladen. Natürlich nahm ich die 2-stündige Zugfahrt gern in Kauf. Ich freute mich, Dave zu sehen
und war schon gespannt, ob er sich schon in der kurzen Zeit, die er dort war, einleben konnte. Am nächsten Tag machte ich mich mittags auf den Weg zum Bahnhof, um rechtzeitig anzukommen. Nach 2 Stunden kam ich an dem Hauptbahnhof an, an dem schon Dave auf mich wartete. Er winkte mir fröhlich zu, wir umarmten uns und er sagte: "Komm mit, du wirst es hier lieben." Ich lächelte, da ich sah, wie gut es ihm hier ging. Wir kamen bei ihm zu Hause an, wo schon eine kleine Gruppe von Menschen auf Dave und mich warteten. Er hatte eine schöne Wohnung gefunden und zeigte sie mir auch ganz stolz. Er hatte 2 Tische zu einer langen Tafel aufgebaut, an der wir alle Platz nahmen. Ich schaute in die Runde und mir machten alle sofort einen sympathischen Eindruck. Rechts von mir nahm Dave Platz, daneben ein Typ namens Luke. Mir gegenüber setzte sich ein sehr hübsches Mädchen, die sich mir als Lina vorstellte. Die Gruppe begann sich fröhlich zu unterhalten. Jeder stellte sich mir freundlich vor und wir lachten darüber, dass ich nach 5 Minuten schon die Hälfte der Namen vergessen hatte. Dann unterhielt ich mich mit Lina. Sie lachte viel, wirkte intelligent und locker. Als wir uns so unterhielten, fiel mir plötzlich etwas Merkwürdiges auf. Der junge Mann, relativ am Ende des Tisches namens Mike, war nicht mehr da. Ich hörte auf einmal ein Schluchzen. Jemand schien bitterlich zu weinen. Ich spürte, wie die Stimmung von jetzt auf gleich komplett umschlug. Mein Herz wurde schwer und ich fühlte mich unwohl. Lina schaute mich an, aber es war, als ob sie durch mich hindurchschauen würde. Sie fing plötzlich an, bitterlich zu weinen. Ihre Tränen flossen nur so dahin. Dann verschwand auch sie. Ich blickte nach rechts, wo ich Dave vermutete. Doch auch er war verschwunden. Ich war mittlerweile der Einzige, der an der langen Tafel saß. Ich war alleine. Ich war plötzlich so unfassbar traurig und weinte in der Dunkelheit. Es war schwer für mich auf der Beerdigung. Daves tödlicher Unfall, kurz nach seinem Umzug. Ich konnte es kaum aushalten. Ich weinte und war der Letzte auf der Beerdigung. Lina konnte es einfach nicht. Sie konnte es nicht. Denn Dave war ihr Freund. Sie ging, genauso wie davor auch Mike ging. Ich saß noch bis spät abends an Daves Grab. Irgendwann verabschiedete ich mich von ihm. Doch so plötzlich die Traurigkeit auch kam, sie blieb noch für eine ganze Weile. Mary Palmer war eine ältere Dame im Rentenalter und lebte in einem kleinen Dorf in England. Ihre absolute Leidenschaft war das Gärtnern. Sie hatte einen kleinen, aber umso beeindruckenderen Garten, in dem jeder Grashalm auf den anderen abgestimmt war. Vor allem liebte sie ihre Rosen. Die waren ihr größtes Heiligtum. Mary war eine ruhige Dame und jeder im Ort hatte nur Gutes über sie zu berichten. Eines Tages flog ein Fußball in Marys Garten und traf genau das so perfekt gepflegte Rosenbeet. Mary beobachtete das Ganze schockiert aus ihrem Fenster. Dann erblickte sie den Übeltäter. Vor ihrem Haus stand ganz verunsichert der kleine John. Er war immer ein lieber Junge gewesen, fand auch Mary. Schade, dachte sie, denn nun musste er jetzt leider eine kleine Strafe erhalten. Mary wackelte langsam aus dem Haus. Sie war ja nicht mehr die Jüngste. Der kleine John stand ganz verängstigt und wie angewurzelt stehen. Warum denn nur? Fragte sich Mary selbst. Sie näherte sich langsam dem kleinen Jungen. Ist das dein Ball, junger Mann? Fragte Mary
und grinste ihn mit ihrem neuen Gebiss an. Tut mir leid, Mrs. Palmer, stotterte John. Ach, mein lieber Junge, das muss dir doch nicht leid tun. Du wirst mir eine große Hilfe beim Einpflanzen der neuen Rosen sein. Ihr Lächeln wurde noch größer, als sie das sagte. John ging nur langsam mit Mary mit, um seine Strafarbeit zu verrichten. Sie gingen zum Rosenbeet. Die Rosen mit ihren wunderschönen dunkelgrünen Blättern und den purpurroten, hermelinfarbenen Blüten waren durch den Ball geknickt und ihre Köpfe hingen herab, als würden sie bitterlich weinen. Mary reichte dem Jungen eine Gartenkelle und ließ ihn die gebrochenen Pflanzen aus der Erde holen. Sie gingen langsamen Schrittes auf ein kleines wintergartenähnliches Häuschen zu. John blickte ihr einige Sekunden nach. Immer noch tief betroffen von seinem Missgeschick, stach er mit der Kelle ins Erdreich und zog die nächste Pflanze heraus. Mrs. Palmer kam mit einigen Jungpflanzen in braunen Tontöpfen zurück zum Rosenbeet. Sie stellte sie vor den in der Hocke sitzenden Jungen ab. Hier, mein Junge, diese Pflanzen setzt du bitte genau da ein, wo die alten standen. Mach ich, stammelte der Junge, während er auf Mrs. Palmers breites Lächeln starrte. Nach 2 Stunden gewissenvoller Arbeit kam Mary mit einem kleinen Tablett auf ihren Händen zurück. Sie stellte es auf einen kleinen, kunstvoll verzierten Gartentisch, an dessen beiden Seiten sich jeweils ein Stuhl befand. Komm her! Du hast dir das nach dieser Arbeit redlich verdient. John stand auf und ging langsam zu dem Tisch, an dem Mrs. Palmer sich gesetzt hatte. Auf dem Tablett stand eine breite, weiße Porzellanteekanne, auf deren Bauch 3 Rosen abgebildet waren. Daneben befanden sich 2 Teetassen, ebenfalls so weiß wie die Teekanne, und auch mit einer Rose auf jeder Seite versehen. Mrs. Palmer goss in beide Tassen großzügig Tee. Es machte sich sofort ein blumiger Duft aus den Inneren der Tassen breit. John, der während der Arbeit in der prallen Sonne nichts getrunken hatte, griff sogleich die Tasse, die auf seiner Seite war, und leerte sie schnell. Mrs. Palmer saß schweigend gegenüber und lächelte noch breiter als zuvor. Nach einigen Minuten, ohne dass ein Wort gewechselt wurde, durchbrach ein grummelndes und gurgelndes Geräusch die Stille. John fasste sich an seinen Bauch. Seine Pupillen weiteten sich und er hielt sich die Hand schützend vor die Augen, da das Sonnenlicht ihn blendete. Er erkannte Mrs. Palmers Silhouette, die von dem blendenden Licht umgeben war. Mary hob ihre Tasse an die Nase und atmete langsam ein und sagte dann: Dieser herrliche Duft, blauer Eisenhut, Maiglöckchen und Pfaffenhütchen. John wurde schwarz vor Augen. Mary zog den Jungen in das wintergartenähnliche Häuschen. Dort drin angekommen, legte sie den Jungen in eine Wanne. Sie übergoss ihn mit Stickstoff, mengte Phosphor und Kalium hinzu und vermischte alles miteinander. Dies war Marys Geheimnis. Es war der Grund, woher die Rosen ihre wunderschönen dunkelgrünen Blätter und die purpurroten, hermelinfarbenen Blüten hatten. Im Sommer meines 16. Geburtstags bekam ich endlich meinen Führerschein. Ich glaube, wenn du erst einmal deinen Schein hast, gibt es nichts Cooleres auf der Welt, als Auto zu fahren. Ich und mein Kumpel, wir würden auf Nachtfahrten gehen. Wir würden mitten in der Nacht durch die Maisfelder nordwest von Illinois fahren, dabei quatschen oder still dasitzen, während die kalte Brise unsere herausgestreckten Arme umweht. Wir würden uns Ziele raussuchen wie White Castle und manchmal einfach nur durch die Gegend fahren. Es war so berauschend damals, unser erster Vorgeschmack auf Freiheit
Eines Nachts, als der Mais bereits hochgewachsen und bereit zur Ernte war, kamen wir an einen Bahnübergang, der auf einer kleinen, verschlafenen Straße etwa 30 Minuten von der Stadt entfernt lag an. Die Felder auf jeder Seite umgaben uns. Wir hielten an und warteten eine gefühlte Ewigkeit, während vor uns der Zug mit lauten Rattern vorbeizog. Als wir so dastanden, fiel uns plötzlich ein kleines Mädchen auf. Sie trug einen weißen Pullover mit übergezogener Kapuze und einem Rock. Sie lief aus dem Maisfeld und blieb etwa 10 Meter vor der Beifahrerseite meines Autos stehen. Es war schon ziemlich dunkel und noch dazu bewölkt. So konnten wir ihr Gesicht nicht erkennen. Jedoch erkannte ich ihre roten, gelockten Haare, die aus ihrem Pullover herausragten. Wir konnten ein rotes, umgedrehtes Kreuz auf ihr ausmachen, welches sich später herausstellte, mit Blut darauf gezeichnet wurde. Etwas verwirrt fragte mein Freund das Mädchen: "Alles in Ordnung?" Keine Antwort. Dann noch einmal: "Wo sind deine Eltern?" Wieder nichts außer Schweigen. In dieser eigenartigen Stille warteten wir, bis der Zug endlich vorbei war. Doch mein Freund entschied sich auszusteigen und sie erneut zu fragen, da es möglich war, dass sie ihn durch den Lärm, den der Zug verursachte, nicht verstanden hatte. Er öffnete die Tür und schritt auf sie zu, als sie ihre Kapuze lüftete. Ihr Gesicht war weiß und ausdruckslos, und lange rote Haare zierten es. Doch dann passierte etwas Unheimliches. Ihre Haare fingen plötzlich Feuer. Er versuchte es mit seiner Hand auszuschlagen, jedoch wurden die Flammen immer größer und größer. Was aber am eigenartigsten war, war, dass sie es nicht einmal zu bemerken schien. Sie stand einfach wie angewurzelt da, fast wie eine Fackel. Als sie versuchte, ihn zu greifen, ergriff ihn doch die Angst und er sprang zurück ins Auto. Endlich war der Zug komplett an uns vorbeigefahren. Jedoch blieben die Schranken weiterhin unten. Also zögerte ich für eine Sekunde. Dann kam das Mädchen schweren Schrittes auf uns zu, komplett unbehelligt davon, dass ihr Kopf gerade in Flammen stand. Ich drückte aufs Gas und durchbrach die Schranke. "Fick diese Scheißschranke!" dachte ich nur. Ich erinnere mich noch, wie ich die Flammen ihres Haares im Rückspiegel umhertanzen sah. Wir fuhren nach Hause, im Stillen, doch starr vor Angst. Am nächsten Morgen bin ich mit gefährlich hohem Fieber aufgewacht. Es gab Anzeichen auf eine Lungenentzündung. Meine Mutter kümmerte sich um mich. Ich würde einschlafen, nur um alle 15 Minuten unter schrecklichen Schreien aufzuwachen. Ich kann mich an keinen der Träume erinnern, doch meine Mutter erzählte mir, dass meine Stirn förmlich vor Hitze glühte. Die Symptome haben 2 Wochen angehalten, aber ich habe mich davon erholt, mit meinem Glück gerade rechtzeitig zu Schulbeginn. Am gleichen Tag redete ich mit meinem Kumpel. Er erkrankte am Morgen nach unserem Ausflug an einer Lungenentzündung und auch er hatte eine unglaublich heiße Stirn gehabt. Weiterhin redete er von satanistischen Ritualen, die sich im Maisfeld abgespielt haben sollen. Unglücklicherweise haben wir nie Beweise dafür gefunden, die diese Behauptung bestätigen würden. An diesem Abend würde ich gegen Mitternacht aufwachen. Außerhalb meines Fensters sah ich ein leichtes, oranges Flimmern, ausgehend von meinem Garten. Ich starrte angestrengt nach draußen und bemerkte die mir bekannte Gestalt des Mädchens. Sie trug dieselben Klamotten wie das letzte Mal. Der gleiche Pulli mit dem gleichen umgedrehten Kreuz und der gleiche Rock. Wir sahen uns mitten in die Augen. Und das nächste, was ich wusste, war,
dass sie mitten in meinem Schlafzimmer stand. Wie auf Knopfdruck entflammten ihre Haare erneut. Ich konnte die Wärme spüren, die von ihrem Kopf ausging. In meinem Unglauben saß ich einfach nur da. Das muss ein Traum sein, das muss ein Traum sein, das muss ein Traum sein, dachte ich. Dann begann sie zu sprechen. Mit einer tiefen, hallenden Stimme, die niemals die eines kleinen Mädchens sein konnte. Du kannst dein Leben retten. Im Austausch gegen das deines Freundes. Jedoch wirst du auf ewig von seinen Schreien verfolgt werden. Mein Verstand geriet ins Stocken und ich bettelte, dass ich endlich aus diesem Albtraum erwache. Sie stand vor mir und plötzlich begann sie, auf mich zuzukriechen. Mit kleinen, unheilvollen Schritten kam sie näher und ich spürte die Hitze, wie sie immer stärker und stärker wurde. Ihre dunklen Augen glänzten durch die Reflexion der bedrohlichen Flammen und sie blickte in meine. Nur noch 2 Meter von mir entfernt sah ich ihre feuerrote Hand, die bereits Glut ähnelte. Dunkler Rauch strömte aus ihr und der beißende Geruch von verbranntem Fleisch drang in meine Nase. Sie streifte meinen Unterarm und brachte mein Fleisch zum Zischen. Voller Schmerzen schrie ich auf. Blitzschnell griff sie nach meinem Arm, welcher sofort zu brennen anfing. Unter den schlimmsten, nur vorstellbaren Schmerzen schrie ich: Mach es! Mach es! Ich erwachte mitten in der Nacht, gebadet in Schweiß. Ich schaute auf meinen Arm und fand keine Brandmale. Daraus schloss ich, dass es nur ein Traum gewesen war. Doch irgendwie konnte ich noch den ekelhaften Geruch von verbranntem Fleisch wahrnehmen. Am nächsten Morgen fand ich heraus, dass mein Freund in der Nacht gestorben war. An seiner Beerdigung erklärte mir sein Bruder unter Tränen, dass man ihn in sein Bett gefunden hatte, übersät mit unzähligen Handabdrücken, die in sein Fleisch eingebrannt waren. Nur gewisse Teile seines Körpers waren betroffen, als ob jemand mit einem Bügeleisen versucht hätte, seine Haut zu verbrennen. Dutzende Male, die das meiste seines Körpers bedeckten und Verbrennungen dritten Grades hinterließen. Sein Tod war ein Mysterium und die Ermittlungen in dieser Sache dauerten noch an. Aber ich weiß, was passiert ist. Ich höre seinen markerschütternden Schrei jede Nacht. Ich wette, die meisten von euch hätten das Gleiche getan. Die Schmerzen waren einfach unerträglich. Jedoch bereue ich meine Entscheidung manchmal. Noch heute kann ich sein verbranntes Fleisch riechen und höre seine unverkennbaren Schreie nach Gnade. Du kommst gerade von einem langen Schultag nach Hause. Der dicke Schnee auf dem Boden fängt an, durch deine Schuhe hindurch zu sickern. Deine Füße waren kalt, als du heimkehrst. Du sitzt wütend am Ende deines Bettes, weil das Wetter so scheiße ist. Da war plötzlich dieser Schneesturm und ausgerechnet dann musstest du nach Hause, mitten hindurch. Während du da sitzt, fühlst du die warme Luft der Lüftung an deinen Füßen. Es fühlt sich so gut an und du entspannst dich. Du entscheidest dich sofort zu schlafen. Plötzlich wachst du auf. Es ist 2 Uhr morgens, 6 Stunden noch bis zur Schule. Du versuchst wieder einzuschlafen und denkst über unlogische Dinge nach. Du verfluchst dich selber, so lange aufzubleiben. Es ist 3.27 Uhr. Du versuchst zu schlafen. Du bist erschöpft. Aber irgendetwas zwingt dich dazu, wach zu bleiben. Da ist ein leises Geräusch, aber du kannst es nicht identifizieren. Es hört sich an wie Atem.
Du denkst, es wären deine Eltern, die ein Zimmer weiter schlafen würden. Aber es wird lauter und lauter. Irgendwann wirst du extrem wütend wegen des Geräusches. Es ist jetzt 4.35 Uhr und du brauchst deinen Schlaf. Du fängst an, dich in deinem Zimmer umzuschauen, um die Quelle des Geräusches zu finden. Du schaust in eine Ecke des Raumes und siehst etwas. Es sieht wie ein Mensch aus, aber stark verunstaltet. Ihm fehlt ein Arm und beide Beine. Blut strömt aus den Löchern, wo eigentlich seine Arme und seine Beine hätten sein sollen. Zuerst denkst du, dass alles wäre ein Traum, aber von dem Moment an, wo es dich ansieht, weißt du, dass du nicht träumst. Seine Augen sind stark verletzt. Ab der Iris seines linken Auges fehlt ein ganzer Teil und das rechte Auge ist gar nicht erst da. Es hat ein verstörendes Grinsen aufgesetzt. Du bist paralysiert wegen des Blickes, der auf dir ruht. Es richtet sich langsam auf. Du bist dir nicht einmal sicher, wie es aufgestanden ist. Immerhin fehlen ihm beide Beine. Es schwebt. Es schwebt dir entgegen. Du weißt nicht, was du tun sollst. Du kannst nicht schreien, wegen des puren Terrors, den du gerade erlebst. Du kannst dich nicht bewegen. Es kommt näher und näher, bis du dem Ding genau gegenüberstehst. Es sagt nichts. Du und dieses Ding tauschen nur Blicke für eine gefühlte Ewigkeit aus. Es öffnet den Mund. Es atmet dich an. Der Atem ist schön warm. Du fühlst dich sofort entspannt. Du fühlst, wie der Terror deinen Körper verlässt und du schläfrig wirst. Als du am nächsten Morgen aufwachst, denkst du sofort an diese Nacht vorhin. Passierte das wirklich? War das alles nur ein Traum? Du entscheidest dich, dass es höchstwahrscheinlich ein Traum war, und stehst auf. Du schaust auf die Uhr. Es ist 10.56 Uhr. Du kriegst Panik, während du realisierst, dass du 2 Stunden verschlafen hast und bereitest dich darauf, in dein Pyjama zur Schule zu rennen. Du kriegst Panik, als du realisierst, dass du 2 Stunden verschlafen hast. Und bereitest dich darauf vor, in deinem Pyjama zur Schule zu rennen. Du spürst die gute, entspannende Luft aus der Lüftung unter deinem Bett. Dann realisierst du etwas. Du hast gar keine Lüftung in deinem Raum. Ich schnaubte heftig, als ich in Gods Mouth starrte. Ich fühlte mich wie der große, böse Wolf. Bereit, die 3 kleinen Schweinchen bei der Verstärkung ihrer notdürftigen Häuser zu unterbrechen. Dieser Gedanke brachte mich zum Schmunzeln und ich drehte meinen Kopf, um nach Margaret zu schauen. Sie war ein paar Meter vom Eingang der Höhle entfernt und hielt einen Wanderstab auf der Höhe ihrer zierlichen Brüste. »Beeil dich!« rief ich ihr zu. Ich wandte mich, immer noch grinsend, wieder der Höhle zu. Ein altes, verrottetes Holzschild, auf dem verblasste Buchstaben »God's Mouth«, betreten verboten stand, hing über dem Eingang der Höhle. Wie klischeehaft! Margaret war endlich am Eingang der Höhle angekommen und stand neben mir. Sie war außer Atem und stand gekrümmt da. Ich schaute in die Höhle hinab und lächelte. »Schau mal«, rief ich lachend, »Gottes Mund, wo ist wohl Jesus Arschloch?« Ich lachte über meinen eigenen Witz. Margaret war weniger erfreut.
Gib mir die verdammte Wasserflasche, sagte sie erschöpft. Sie führte die offene Flasche an ihre Lippen und für einen Moment fühlte ich eine Art Frieden, während ich sie beim Trinken beobachtete. Nein, ich nehme das zurück. Ich meinte das mit Frieden. Es war mehr eine Art Gefühl, das sich schwer benennen lässt. Aber ich gebe mich mit Inhalt zufrieden. Inhalt schien mir eines dieser Wörter zu sein, das sich manifestierte, wenn natürliche, menschliche Worte versagten. Und wieder ein heilloses Klischee. Aber es fühlt sich gut an. Ich seufzte und schaltete meine Taschenlampe an. Ich zeigte mit derselben in die Höhle. Dunkelheit. Gottes Mund. Das schien ein Widerspruch zum Heiligen Geist darzustellen. Ich drehte mich wieder zu Margaret. Bist du bereit? Fragte ich sie. Sie stand endlich aufrecht. Sie nickte nur. Ich klopfte ihr sanft auf den Rücken. Und wir betraten God's Mouth. Das Innere ähnelte dem, was ich bereits mit der Taschenlampe erspähen konnte. Dunkel, trostlos und endlose Schwärze. Es schien sich ins Endlose zu erstrecken, egal wohin ich meine Taschenlampe richtete. Der steinige Untergrund war feucht und beeindruckend. Die letzte Spur von natürlichem Licht verschwand hinter Margarets Rücken, während wir immer tiefer in die Höhle eindrangen. Ich fand es seltsam, wie weich und ansprechend die Welt um mich herum nun schien, obwohl die Decke und Bodenzapfen und viele andere steinige Gebilde so zerklüftet waren. Es schien so, als ob ich mich unter die Zähne Gottes legen könnte und dort für immer ruhen könne. Es war angenehm. Scheinbar stimmte Margaret mir dann nicht zu. Sie zitterte unangenehm unter meinem Arm. Ich hob meine Augenbrauen. Brauchst du meinen Mantel? Fragte ich. Ich versuchte sie anzusehen und mit ihr per Körpersprache zu kommunizieren. Bis mir auffiel, dass wir in der Dunkelheit des Mundes verloren waren. Ich biss mir auf die Lippe und wartete. Aber sie antwortete nicht. Für einige Minuten liefen wir in der Stille. Sie hielt an und stand regungslos da. Ich hielt auch an. »Wieso zur Hölle sind wir hier überhaupt drin?«, fragte sie. Sie klang irritiert. Ich zuckte mit den Schultern, mehr um mich selbst zu beruhigen als sie, und richtete meine Taschenlampe auf mein Kinn. Die Hälfte meines Gesichtes wurde beleuchtet, die andere nicht. »Gruselig«, kicherte ich. Sie bewegte sich nicht. Ich seufzte. »Ich dachte, du möchtest gehen«, sagte ich. Ich bemerkte, dass meine Stimme in der Höhle ein Echo erzeugte, egal wie leise ich sprach. »Ich meine«, begann ich erneut zu sprechen, während ich mich an meinem Kinn kratzte. »Du hast gesagt, dass du gerne im Urlaub ein wenig Natur sehen willst, und du klangst so beeindruckt, als ich dir von meinem Ausflug zu den Mammuthöhlen erzählt habe. Deshalb...« Ich verstummte allmählich. Ich konnte ihre Irritation förmlich spüren. »Nein«, sagte sie. Ich runzelte die Stirn. »Ich wollte nicht hierher. Ich wollte an den Strand oder etwas Ähnliches. Aber eine Höhle? Nein, eine Höhle, Nathan!« Nun klang sie mehr wie der große böse Wolf. »Ich weiß, dass du diesen seltsamen Fetisch hast, Höhlen zu erforschen. Aber ich möchte da nicht mit hineingezogen werden. Versteh mich nicht falsch.
Aber ich würde es lieben, einen Ausflug in die Natur zu machen. An die frische Luft. Aber das... Ich konnte förmlich hören, wie sie über die dicke Luft gestikulierte. Das ist Höhlenluft. Keine frische Luft. Diese Luft ist gärend. Außerdem, ist das nicht illegal? Können wir nicht einfach gehen? Wir standen beide da. Das einzige hörbare Geräusch war die Spannung, die sich in der Luft aufbaute. Schließlich begann ich zu laufen. Ich hörte nicht, dass Margaret mir folgte, aber ich lief weiter. »Nathan«, sagte sie, »bleib stehen! Bitte bleib stehen!« Also hielt ich an. »Es tut mir leid«, sagte sie. Ich konnte hören, wie sie sich mir näherte. »Ich bin müde und ich bin es nicht gewohnt, so herumzurennen und zu klettern. Ich bin einfach erschöpft.« »Es ist schon in Ordnung«, antwortete ich. Sie klammerte sich an meinen Arm. »Welcher Weg führt heraus?« »Ich kann mich nicht erinnern.« Margaret hielt ein. Keiner von uns beiden konnte sich daran erinnern. Irgendwie, in der Verwirrung unseres Streits, habe ich vergessen, wohin wir uns bewegten. »Idiot«, dachte ich mir. »Ich hätte mir ein gottverdammtes Seil oder irgendetwas zum Spuren hinterlassen mitbringen sollen.« Ich musste etwas tun. Ohne großartig darüber nachzudenken, drehte ich mich um 180 Grad und sagte, »Da lang!« Wir liefen seit Stunden. Meine Füße fühlten sich warm und wund an. Ich konnte Margarets Stöhnen hinter mir hören. Sie hielt meine Hand fest. Ich fühlte mich schrecklich. Das war alles meine Schuld. Dann fror ich an Ort und Stelle ein. »Hey«, sagte ich, »streck deine Hand aus. Fass diesen Stein an.« Ich konnte hören, wie sie den Stein betastete. »Ist das nicht seltsam warm?«, sagte ich. Sie sagte nichts. Ich fing an, mich an der Wand vorzuarbeiten. Die Wärme derselben im Rücken, während ich an ihr entlang schritt. Plötzlich fühlte ich einen scharfen Schmerz, als ich mir den Kopf an der Decke von Godsmouth anstieß. »Oh, Scheiße!« »Nathan, geht's dir gut?«, fragte Margaret besorgt. Sie schien fast panisch. »Mir geht's gut«, entgegnete ich. »Bitte beruhig dich. Wir sind hier bald raus, ich verspreche es.« Ich fing an weiterzulaufen, richtete meine Taschenlampe an die Decke. Es schien, dass es immer enger werden würde. Das war seltsam. »Hör zu, Margaret, mein Schatz«, sagte ich verbissen. »Ich denke, wir müssen umdrehen.« Margaret stöhnte neben mir. Wir liefen wieder eine längere Strecke. Ich richtete meine Taschenlampe dieses Mal nach oben. Ich war mir sicher, dass der Platz in der Höhle kleiner und kleiner wurde. Wenn es in Godsmouth außer meiner Taschenlampe noch irgendeine Lichtquelle gegeben hätte, hätte Margaret die Panik in meinen Augen gesehen. Wir waren komplett verloren. Ich ließ Margarets Hand los und begann fieberhaft, meinen Weg an der Wand lang zu erfüllen. »Nathan, nein!« hörte ich sie schreien. Ich ging weiter. Wir mussten rauskommen. Wenn wir uns verirren würden, würde uns niemand finden. Ich tastete mich an der Wand entlang, bis ich abrupt auf eine Wand traf. »Scheiße«, sagte ich laut. »Margaret? Ich glaube, das hier ist eine Sackgasse.« Ich drehte mich um. »Margaret!« Keine Antwort. Mist. Ich begann den Prozess erneut, während ich die Wand an meinen Fingern vorbeiziehen spürte. Kalte, feuchte Fesseln und zerklüftete Speere. Plötzlich befand ich mich wieder in einer Sackgasse. »Scheiße, Scheiße, Scheiße!« schrie ich. »Margaret!«
Ich schrie ihren Namen in den Ecken des Schlundes, wo ich mich schon so oft herumgetrieben hatte, hörte ich ein Geräusch. Es hörte sich wie ein gedämpftes Rauschen eines Fernsehers an. Ich drückte mein Gesicht gegen den Fels. Es schien noch wärmer geworden zu sein. Ich hörte schwache Geräusche auf der anderen Seite des Felsens, die von Margaret stammen mussten. Sie schrie. Nein, 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 nein. Das kann einfach nicht. Ich begann willkürlich, in die Mauern um mich herumzulaufen. Langsam dämmerte es mir. Und damit kam eine schiere Welle von Panik mit einher. Es gab keinen Eingang. Es gab keinen Ausgang. Nur diese vier Ecken und mich. Ich konnte hören, wie das Blut aus der Wunde tropfte, die ich mir selbst zugefügt hatte, als ich meinen Körper gegen die Wand in der Höhle geschlagen hatte. Die Wände kamen immer näher. Sie wollten töten. Und bald würden sie meinen Schädel eindrücken und meinen Brustkorb bersten lassen. Ich saß stundenlang da, auf den Tod wartend. Meine Taschenlampe wurde schwächer und blinkte schließlich nur noch. Schließlich fühlte ich, wie die Steinmauer sich gegen meinen Rücken drückte. Ich begann zu weinen, als ich mich auf den Boden legte. Ich ließ meine Taschenlampe auf den kleinen Steinerhebungen umherrollen. Während ich leise liegen blieb, tropften Tränen von meinem Gesicht. Als ich mich umdrehte und zur Taschenlampe blickte, ihre letzten, schwachen Lichtstrahlen zeigten auf etwas, was nicht weit von meinem Gesicht entfernt war. Ich schielte in die Dunkelheit. Die Steine stachen meine Haut und das Blut tropfte von allen Seiten. Dort, im letzten Licht meiner Taschenlampe, war die Vorspeise. Das Licht beleuchtete eine Hand, deren Nägel rot waren. Und ich schrie aus Qual, während ich beobachtete, wie Godsmouth sein neuestes Opfer kaute.